YouTube Escape the Backrooms, eines der besten Backroom-Games aller Zeiten, hatte ein Update. Ich habe mich gestern reingestürzt im Livestream, richtig dolle krank und auch noch Knurren der Backe, war ich kurz vorm Nervenzusammenbruch. Dennoch haben wir es irgendwie geschafft, das Spiel zu überleben. Am Ende gibt es natürlich auch noch einen geheimen Hashtag, aber für alle, die jetzt schon bewerten und kommentieren wollen, Hashtag Speckrooms in die Kommentare schreiben. Die guten alten Speckrooms. Wir starten jetzt. Langes Video. Euer Support ist wichtig. Auf geht's. YouTube, euer Lieblings-Backrooms-Team ist wieder am Start. Mit einer Frau, die mich mit geladener Waffe quasi gezwungen hat, heute zu spielen, obwohl ich schwer krank bin, Knu. Ja, ich weise alle Anschuldigungen von mir, denn ich wusste das bis vorhin noch gar nicht. Das nennt man ignorieren. Okay. Gute Besserung. Überhaupt nicht, ich bin immer die sagt, du arbeitest zu viel. Ich sag dir auch immer, du arbeitest zu viel. Ich sag immer, Knu, jetzt fahr doch mal ein bisschen runter. Du arbeitest zu viel, aber Knu sagt immer, zocken. Ich fahr grad auf Privatprofil. Wenn ich jetzt gerade fertig bin mit meinem Arbeitstag, mache ich mit Baldur's Gate oder Palworld weiter. Warum habe ich jetzt schon wieder diesen dämlichen Helm in der Hand? Ich auch nicht, ich habe ihn jetzt auch weggemacht. Ich habe ihn auf der 1 irgendwie. Ich kann das nicht mehr, Kies. Ich bin total fertig. Bäh, ich bin irgendwas getreten. Hey, wie holst du nochmal deine Dinge raus, deine Taschenlampe? Auf 3. Was ist denn das? Irgend so ein Knusaft, der hier von der Decke tropft. Ich habe gar kein... Paarhufersaft. Saftiges Knu. Richtig saftig hier. Deswegen nennt man sie saftiges Knu. Sie einfach spritzig ist. Das ist vorbei, ne? Das ist deine düstere Vergangenheit. Mit dem Namen möchte ich nicht mehr in Verbindung gebracht werden. Nein, ist mir wurscht. Ich war noch juicy, jetzt bin ich halt alt. Juicy Knu, es war einfach zu... Bin entsaftet. Jetzt ist sie Disney confirmed. Oh, ich bin jetzt die vertrocknete Knu. Ein vertrocknetes Knulein. Dry Knu. Früher war sie saftig, jetzt ist sie trocken Knu. Wo müssen wir denn hin? Jetzt. Neues Update. Escape the Backrooms. Oh. Oh, ich bin hier durch. War das richtig? Ich auch. Nee, es ist falsch. Da sind wir damals reingekommen. Ja, genau. Ich glaube, den Helm werden wir auch nie wieder los. Ne? Den habe ich jedes Mal, wenn ich switche, habe ich das Ding an. Ja, das haben wir jetzt weggebackt. Shit, ich komme da nicht rein. Hieß! Ich bin in so einer Zwischenwelt. Jetzt. Ich war eben gerade in so einer Zwischendrehtürwelt. Ich auch. So, also. Neues Update. Neue, krasse Levels. Ich glaube, hier lang sind wir gelatscht. Wahrscheinlich, ja. Irgendwie sind wir hier lang. Sure. Was kann man denn hier so spielen? Gar nichts. Schiff Commander. Und Pirate Shot. Lethal Company. Und Lethal Company. Welche drüben? Wirklich, hier drüben kann man Lethal spielen. Alter, ich bin schon wieder in irgendwas getreten. Das ist richtig ekelhaft. Furchtbar, aus wie Öl. Magst du so Arcade-Hallen? Findest du das geil? Arcade? Card. War ich schon, es ist okay, aber ich möchte eigentlich nicht immer jedes Mal, wenn ich verliere, wieder bezahlen müssen. Wird dann zu teuer. Boah, das liebe ich. Kennst du das hier, wo sie so Münzen reinschmeißen, dann kommen die auf dieses Schiebeding? Ja, das macht mich so irre. Ich liebe das. Ja, ich habe da teilweise auch so Online-Shows angeschaut. Es ist aber auch so hypnotisch, ja, du kannst nicht aufhören. Ja. Das macht so richtig Bock, da Münzen reinzuwerfen. Mein ganzes Erspartes, ich hätte schon 2 Häuser, hätte ich das Ding da nicht. Kies, wir können spielen jetzt, Ticket! Echt jetzt? Ja, ich habe die 931. Die schiebe ich jetzt rein. Wir können wirklich spielen. Ja, kann ich das reinstopfen? Ich habe eine 931. Das sind alles 931er. Alles 931er. Ich nehme mal mehr mit. Vielleicht brauchen wir da wirklich mehr. Ich habe richtig reingelangt, weil gratis. Ich nehme die alle mit. So. Ich kann nicht mehr tragen. Dann nehme ich auch noch welche. Ich will auch das Geld mitnehmen. Nimm auch mal welche mit noch. Ist das witzig? Nee, ich bin auch voll. Ich bin voll mit 931er. Ach, hier steht was. Guck mal. Hier, the code should be somewhere around here. Was für ein Code? Irgendwo brauchen wir einen Code. Also müssen wir hier rein hier, und gucken. Hier ist was. Ah, 931. Ist es wirklich so simpel? Oh mein Gott, ist es wirklich so simpel? Hello and welcome to the MEG Civilization. Our goal with this project is to create a safe and habitable living space for everyone. With private one-bedroom studios and advanced safety devices, you're sure to stay safe within the walls of this civilization. However, due to the nature of our environment, there are a few safety tips you should always follow to prevent unwanted dangers. The first tip is to always stay aware of no clipping.
which is when someone may fall through a floor into a different, often more dangerous level. We've taken the time to mark these areas with yellow tape. Sometimes authorized personnel may need to noclip to other levels in order to fix outages. When doing so, be sure to always carry a flashlight and pay attention to the traffic lights posted near each area. The red and yellow lights indicate that there's danger nearby and you should wait before entering. The green light indicates that there's currently no danger nearby, but you should always be alert as you will be outside of our civilization. If you're interested in pre-ordering a space in the MEG civilization, please contact your nearest outpost. Oh Gott. Was, für was steht MEG? Miss MEG, eingetrocknetes Klo. Miss Energetic, Ich kann gar nichts mitnehmen, ich bin voll mit Knapperzeug und Döschen. Weil die Karten alle drin sind. Ach guck mal hier, so. So. Ach guck mal, bei Main siehst du quasi. Ja, ich hab den Helm jetzt Main weggeschmissen. Hand. Ja, ich auch. Und die Tickets schmeiß ich auch mal weg. Nur eine Taschenlampe, ne? Ja, ich hab die jetzt auf Main gemacht, jetzt hab ich hier eine Taschenlampe. Ich hätte aber gerne eine, ich hab. Ah, hier ist die. Oh, Walkie-Talkies, brauchen wir die überhaupt? Ja, aber ich will eine Taschenlampe. Hier sind doch Taschenlampen, hier. Oh, richtig dick Taschenlampe. Geil, Taschenlampe. Was richtig, richtig lecker Flashlight. Give me the Flashlight. So, okay. Guck mal, hier ist was. Level 02. Wir müssen also irgendwelche Dinger da irgendwie drücken, glaube ich. Genau, den Strom müssen wir da, ja, glaube ich, anmachen. Oh, guck mal, die kannst du sogar vergrößern mit F. Und hier steht 1, 2, 3, 4, 5. Brauchen wir eine Reihenfolge? Also irgendwie deutet alles darauf hin. Hier wird es erstmal zu 1. Wir müssen, glaube ich, diesen Strom anmachen. Aber wie hast du deine Taschenlampe genommen? Irgendwie hat er bei mir immer noch diese dumme Geh mal auf Zahl I. hier. Taschen. Und dann schmeiß mal aus der Main Hand dein... Da ist meine Taschenlampe drin. Ja, und dann aber auf 1 drücken. Aber ich habe immer noch das Pferdchen in der Hand. Jetzt, nice, danke. Okay. Mhm, Toiletten. Lass uns hier uns das mal. Oh Gott, was ist das? Was? Ich bin in so ein vertrocknetes Knu reingelaufen. Okay. Okay. Ja, keine Ahnung. Ich dachte, da wäre vielleicht der Boden nass oder so. Aber du hast doch nicht auf die Ampel geguckt. Hier ist Licht rot. Das ist doch keine Ampel, das ist ein Stromkasten. Hier steht, the doors are locked from below. Geh mal da rein. Geh mal darüber. Die Taschenlampe darf fliegen, ich hab Angst. Ich glaube, du musst dich hier an der... Ah! Oh mein Gott. Alter, was für ein Lurch. Boah, bist du zersplattert. Oh, Ende der Mag. Der hat sich richtig zersplattert in seine Höhle reingezogen. Ist ja wie im Club, ey. Ja, ja. Einmal Knu sein, ne? Guck mal, wie gierig sie da reinlangt. Wie so ein Magnet frisst die alles weg. Wie im Club, wie im Club. Da bleiben keine Boys mehr für mich. Oh. Ja, wir müssen hier wahrscheinlich die Runde drehen. Achtung, hier gibt's Smiler oder sowas. Smiler. Die mögen das Licht nicht. Ja, da, der einzige Gang, den es gibt. Du kannst entweder zum Klo oder hier rein. Hm. Smiler. Auch wie im Club. Wie im Club. Schau ihnen nie in die Augen. Nee, einfach nicht in die Augen gucken, weil sonst fühlen sie sich angesprochen, dann kommen die und tanzen dich an. Ja gar wenn du sagst nein, dann sagen sie, du Schlampe. Ist so. Hm. Es wird bei Knu wieder gepiept, aber ich habe keinen Cutter. Kann mir es nicht leisten. Muss drin lassen. Hm. Guck mal, hier ist eine Ampel. Jetzt ist die grün. Ah, stimmt. Warte, guck mal, wenn ich jetzt hier hingehe, kann es sein, der Boden... Oh, Hilfe, Kies, komm da. Bitte geh auf den Boden. Da gehe ich Boden. Noch nicht rein. Blöd. Kies, bitte komm. Kies. Was ist da unten? Ich will es nicht wissen. Oh mein Gott, Entschuldigung. Bist du tot? Scheiße. Außerdem ist die Ampel rot. Oh. Das ist voll der Treibsand. Ich will da nicht rein. Geh mal rein, ich will auch wieder leben. Ach, du bist gestorben? Nein. Ja, doch bist du. Ich schaue mich mal ein bisschen um. High Professional. Siehst du mich? Ja, ich sehe deinen Rücken. Und der entzückt. Ich guck mal ganz kurz. Das fragt auch nur ein echter YouTuber, ob ich ihn sehe, weil er mitdenkt, dass ja ich gerade auch aufnehme und auch was sehen möchte. Ja, ja, ich sterbe auch gleich. Nee, ist ja nicht schlimm, aber ich sehe ja, was du machst, deswegen ist ja egal, aber dann sieht man wieder den YouTube-Menschen da drin. Das nennt man einfach sozial... Wow, wow, wow. Genau, ich glaube, das ist es, du darfst da nicht reinfallen. Ich glaube, dass es jetzt voll lächerlich wirkt und später gibt es bestimmt Passagen, die sind nur okay, noch... Okay, ich gehe rein. Jetzt ist grün. Uff. Oh, das ist ein Smile. Genau, daran bin ich hier gestorben. Ist ein Smile. An dem bist du gestorben? Der war direkt hinter mir. Ist voll nett. Oh, uff, da fällst du auch rein. Vorsicht. Ich
eben gemerkt, wie der Boden irgendwie so nachgegeben hat. Ich hoffe, das wird da nicht. Was war das nochmal? Warum war das grün und rot? Wenn man rot reinfällt, ist wahrscheinlich. Keine Ahnung, wahrscheinlich direkt. Oder man wird direkt gefressen. Achso, Tür, ne? Ja, ich weiß, aber die sind noch alle zu, oder? Ah, die geht auf. Die geht auf. Ich auch, Mr. Halt Smile. Es wäre irgendwie cool, wenn ich dich beleben könnte. Was ist das hier? Hä, ach, guck mal, der Raum steht auf der Decke. Ach so. Oh mein Gott, ich glaube, dass wir immer runter müssen, um den Strom anzumachen. Kann das sein? Ja, wir müssen Strom anmachen. Und wahrscheinlich nach einer Reihenfolge. Shit. Und hier sind wieder irgendwelche... komme ich da raus? Ah ja, nice. Guck mal, wie witzig. Ach, guck mal, hier. Jetzt ist das der Raum. Jetzt kann ich hier Strom anmachen. Nice. Nee, habe ich nicht geschafft. Hä? F, was muss ich denn hier drücken? Okay. Verstehe. Guck, und schon habe ich das halbe Spiel durchgespielt. Nice. Und das mit Hirnverflüssigung. So, und jetzt, weil ich dich so gern mag, besuche ich meinen Freund, den Lurch. Der Lurch. Der sieht dann einfach aus wie vom Poppy Playtime, ne? Oh, das kommt jetzt in oder 2 Tagen, ne? Garden of Banban, genau. Oder Garden of Banban oder sowas. Ja, da musst du ja noch voll viel nachholen. Du bist ja gar nicht im Garden of Banban mehr drin. Das ist mir einfach zu schlecht. 20 Spiele nachholen. Guck mal, ich habe dir ein bisschen was übrig gelassen. Ich bin ein netter Mensch. Danke. Ich weiß, ich finde halt so... Dann warte ich lieber auf Puppi. Ja, das kommt in 2 Tagen. Genau. Aber das andere habe ich nicht gefühlt. Ja, du bist da einfach nicht richtig in der Lore drin, weißt du? Wenn du erstmal so richtig in der Matrix drin bist, dann fühlst du das. Weiß nicht, das war mir too bad. Du musst die Banban-Matrix zulassen. Ich konnte mich nicht fallen lassen. Das hat nicht geklappt. Achtung, jetzt Vorsicht. Bei Grün rein. So. Ja, bin da. Boah, da ist direkt ein Smiler. Ja, genau, da auch noch. Ja, das meinte ich vorhin. Und hier ist eine Tür. Aber die Frage ist, ob wir das halt nicht parallel jetzt nach der Reihenfolge was? Ich bin tot. Jo, ich seh's wie frech. Wie frech sind die drauf? Das ist halt die Frage. Hier ist wieder eine Tür jetzt. Oh, shit. Ich bin jetzt auch gleich tot, ne? Stirb, denn ich sehe gar nichts. Bei mir ist das Bild einfach nur weiß. Na toll. Ich lass mich töten. Komm. Glaubst du, das Update wird wieder so ein richtiger Bums, dass wir so richtig zerfleischen und zersplattert werden emotional und dass wir denken, Spiel, warum? Meinst du das vom Backrooms? Ja. Ja, ich glaube, sobald wir jetzt mal rausgefunden haben, wie das hier funktioniert, sollte es eigentlich gehen, aber lass mich mal kurz klupschen hier. Ach, guck mal, wir haben doch schon eins grün jetzt. Ah, nee, das war vorhin auch schon grün, ne? Oder? Weiß ich nicht. Nee. Das nee. War nicht grün. Oh mein Gott, das bleibt. Okay, dann ist es nicht so schwer. Das ist ja geil. Wir können uns ja rein theoretisch auch aufteilen. Aber die Frage ist, Du musst diese Türen. Nee, anscheinend nicht. Du musst diese Türen hier unten aufschließen. Also in der roten Welt musst du die Türen aufschließen. Genau, dann kommst du oben rein. Genau. Was ist das hier eigentlich? Warum kann ich den drücken? Ach guck mal, die Ampel bleibt jetzt auch auf grün. Ach komm schon, ich bin rein und bin tot. The doors are locked from below. Genau, das haben wir ja schon. Ich habe wieder weißes Bild. Jetzt sehe ich dich. Ja, ich wurde direkt schon runtergesprungen und hat der Smiler gesagt, hey, ich will dir an den Nunu lang. Habe ich gesagt, hätte ich nicht so gerne, aber er hat es trotzdem gemacht. Den hast du ja angemacht. Gut, dann gehen wir jetzt mal runter und gucken. Hier ist eine Ampel. Ja, geh mal da rein, dann bist du aber direkt tot wahrscheinlich, so wie ich. Weil da campen die. Und ich bin bei grün rein. Ich weiß gar nicht, was dieses Grün und Rot jetzt hier irgendwie ausmacht, in dem Sinne hier. Hier ist noch eine Tür, das heißt, ich gehe doch jetzt eigentlich hier rein und müsste hier eigentlich gleich die Tür haben, oder? Ich gehe da rein und habe direkt eine Tür und habe damit das Spiel durchgespielt. Ja. Guck mal, da kommt Toilettenwasser von oben. Stell dich mal drunter und dusche ein bisschen. Ja, schön den Kopf nach hinten, Mund auf. Ja, wie im echten Leben. Es gab immer so diese Legende, dass die Beckhams, also David Beckham und Posh Beckham, dass sie so Toiletten Rücken an Rücken hatten. Weißt du, dass sie beide in ihren... Also ja, beide an Rücken mit Spülkasten so und Klo haben. Ja, kannst du dir das vorstellen mit deinem Beziehung Partner? Nee. So gemeinsam aufs Klo gehen ist nicht so dein Ding? Nee. Das klingt aber eigentlich, als wäre es voll dein Ding. Vor jemandem ist mir das wurscht. Wenn man lang genug zusammen ist, juckt mich das nicht. Du bist so jemand, ich muss kacken und schepperst dann die Schüssel rein. Kacken jetzt nicht, aber pinkeln, wäre nicht egal.
Wenn du ein Kind hast, kannst du eh nicht mehr allein aufs Klo, weil das macht einfach die Tür auf und sagt, ah, Papa, Kaka. Ja, ich mach grad Kaka. Ist echt so. So, und jetzt? Ich muss es immer noch in diesen Bereich treffen, ja, ne? Ja, musst es genau treffen, dafür brauchst du Skill. Was machst du denn falsch? Mit Maustaste, by the way. Ja. So. Look at this. Lass das dich mal von deinem Kumpel fressen. Be gentle. Be gentle with the gentleman. Wo ist er denn? Geh mal runter. Was ist denn? Guck mal, da liegt sogar ich zerstückelt. Oh, süß, ein Kies. Oh. Leichenteile, ne? Schmecken richtig geil. Schmecken richtig nach Schoki und Doppelnuss. Ja, ich weil ich mich davon ernähre. Ich bin so ein Snickers-Dude. Ich glaube, ich werde schon verfolgt, oder? Das ist voll das unangenehme Geräusch. Wo sind sie denn jetzt? Gar nicht mehr da. Ich auch mal hier. Mal öffnen. Das hast du ja, da war ich doch schon drin. Oder? Ja, das ist eine alte Tür. Hier um die Ecke war noch einer. An der Richtung. Da. Jetzt ist er weg. Guck mal, die mögen dich irgendwie nicht, ne? Die wollen halt ihre Mama. Gar keinen Bock auf dich. Ich guck kurz mal. Guck mal, die haben echt keinen Bock auf mich. Nee, wegen deinen Toilettenangewohnheiten. Da hinten. Die hauen von mir ab. Oh. Boah, was ist das denn? Huh? Mama! Und jetzt, jetzt sieht er aus wie du. Oh mein Gott, der hat deinen Körper genommen. Der wurde zu Knu, wirklich jetzt. Der hat dir die Haut abgezogen. Ah, ein richtiger intensiver Fan. Wie auf der Gamescom, ne? Die reißen mir auch immer die Haare aus. Nein, die sind ganz handsome. Klassischer Gamescom-Fan. Na. Okay, spreaden! Ja, wir müssen spreaden und dann diven. Dive und get to the chopper! Spread diving nennt man das. Ey, ich muss dir nachher mal schicken, Kisi. Du wirst dich totlachen. Da bin ich auch mal gespannt. Ich bin schwer zum Totlachen zu bringen. Doch, das wirst du witzig finden, das weiß ich. Das ist wirklich auch was ich sehr. Hä, aber hier ist doch ein Kasten. Wo ist er denn dann oben? Ah, die Tür muss ich hier öffnen. Ah, ich habe die Tür geöffnet. I'm so proud. Das war ein Skin-Stealer, ja. Oh mein Gott, das war ganz knapp gerade. Guck mal, rein theoretisch könntest du unten für mich aufmachen. Und ich kann oben dann das Minigame machen, so quasi. Ich muss aber gerade meinen Stromkasten öffnen. Aber vergiss nicht, da rennt jetzt eine Gnu rum. Da rennt eine Gnu rum, ja. So, haben wir noch die Ausweise oder war das nicht hier? Ich habe noch einen aktiviert. Nur eine Tür aufgemacht. Oder einen Stromkasten aktiviert. Ein Stromkasten aktiviert und eine Tür aufgemacht. Und du so? Ja, ich habe den Korridor untersucht und potenzielle Gefahrenzonen eliminiert. Ah, cool. Ich habe noch einen Kasten. Ja, hier hinten ist aber noch so ein Secret-Kasten. Noch einer an. Ja, fehlt nur der, wo ich bin. Ja, ich, wie gesagt, ich habe den schwierigsten Kasten. Ich bin auch mal froh, dass ich dir helfen kann, Kisi. Schwierigster Kasten im Spiel. Die Leute haben übrigens gesagt, wir sollen mal wieder öfter Liefel spielen. Sie mögen deinen trockenen Humor. Ja, dankeschön. Pfälzer, bitte jetzt weghören, aber der ist voll der NPC. Warum? Naja, weil er nie gemein ist. Der ist einfach zu gutherzig. Der ist lieb. Wir brauchen mehr Was Schurken ist eigentlich mit der Palworld Welt. Jetzt? Hast du mal das Tutorial durch? Nee, gar keine Zeit. Ey Mann, ich will das erstmal mit dir spielen. Ich will das auch spielen. Ich hab eigentlich voll Bock drauf. Ja, so ein paar Stunden durchgrinden. Mal so 6 Stunden am Stück. Let's go. Mann. Boah, diese eine Tür ist super versteckt. Ob wir die jemals finden? Ich habe hier noch eine. Vielleicht hast du die gerade geöffnet. Das müsste nee, die nee, sein. Nee, nee, so nee. Ganz in so einem langen Korridor ist die. Ja, genau. Da bin ich gerade davor. Warst du schon in dieser Tür mit diesen ganzen Stoppschildern? Ja, habe ich gerade aktiviert. Das heißt, fehlt nur noch die. Wenn du den Korridor findest, wäre ich echt proud of you. Versuch's. Ich versuch's. Sonst gehe ich auch nochmal runter. Aber ich werde hier belästigt von Fratzen und Hautstehlern. Warte, ich probier's mal. Hier ist gerade grün. Ich glaube, okay. Ich hab's, glaube ich, Kies. Oh, shit, da ist, glaube ich, was. Boah, hier wird's... Oh, bist du das? Fuck. Nein, das bist nicht du! Ich bin gestorben! Oh. Hast du es aktiviert? Hast du es aufgemacht? Nein, aber ich kannte den Weg. Boah, eben gerade kam Knu auf mich zugerannt. Das war aber der Hautstehler. Ja, der hat mich immer noch geklaut. Er soll mal meine Haut ausziehen. Die ist richtig faltig und lapprig gewesen. Richtige alte Lederhaut, du. Sorry. Ja, der hat die in der Sonne getrocknet. Sonnengegerbt. Ich hab schon lange keine Sonne mehr gesehen. Kalifornische Lederhaut. Boah, ey, echt jetzt? Hast du gesehen, wie die mich belästigt haben? Ja, die werden jetzt aggressiver. Alles irgendwie Groupies. Ja,
Die werden jetzt aggressiver. Jetzt müssen wir uns dran halten, Bro. Bre. Die nimmt sich zwei Taschenlampen. Wie gierig kann man sein? Ah ne, ich habe zwei genommen. Sorry, ich nehme es wieder zurück. Ich habe auch zwei genommen. Echt? Okay. Knu ist halt so ein richtiger Magnet. So ein richtiger Money-Magnet. Nee, das stimmt nicht. Zack, ist mein Taschengeld weg. Hast du Kleingeld in der Hose, reißt es dir richtig auf den Taschen raus. Ja. Das wäre voll, wenn unsere Community für das Taschengeld von uns kriegen. Pff, wäre ich pleite. Das wäre irgendwie süß. Hier ist das, guck mal. So, das ja, heißt, hier wir gehen jetzt aber hier rein und laufen dann. Sicher? Warte, ich mach mal, wenn ich tot. Warte kurz, bevor du stirbst. Warte, auf Ausdauer. Geh mal hoch. Ich geh dahin. Und let's go. Du kennst den Weg. Ja. Ach, Smiler. Okay. Ach so, der ist hier anders. Ich dachte, das wäre identisch. Ja, sag ich doch. Das ist alles irgendwie spiegelt verkehrt. Warte, ich habe hier eine Tür. Das ist hier leider nicht. Nee, die ist ja gar nicht. Boah, ich bin tot. Echt? So viel ist da unten jetzt los, oder was? Also die sind auch recht schnell jetzt. Ja. Aber probier du es mal. Es ist noch eine Tür jetzt. Schaffen wir. Sei ein Mann. Gott sei Dank resettet das nicht. Stell mal vor, du müsstest das... Oh! Was? Ey, guck, da hast du gar keine Chance. Ja. Da hast du gar keine Chance. Der Türsteher lässt mich nicht rein in den Club. Oh. Chat schreibt, klingst aber schön krank. Ja, wie gesagt, Knu ist eine sehr strenge Diktatorin. Das weiß ich von mir. Diktator. Ich wusste bis vorhin gar nicht, dass der krank ist, der Lümmel. Sonst hätte ich nämlich das abgesagt. Ja, aber das Update ist so wichtig. Das ist so wichtig für meine Community. Ich mache das eigentlich nur für die. Ja. Weil ich weiß, wie traurig die sind, wenn die keinen Content haben. Das ist ja für die wirklich, das ist wie so ein Crack-Entzug. Das ist ja ganz hart. Ja, aber deine Community hätte sicherlich auch Verständnis, wenn es... Die haben Verständnis, aber im selben Zug sagen die, mach mal Mel. Früher haben die immer Mel geschrieben, weil die irgendwie keinen mehr schreiben konnten. Das war so ein Phänomen auf YouTube. Haben wir voll oft Mel gelesen. Willst du da reinspringen? Mach mal Mel. Mel, wie dice. Konnten auch nicht Video schreiben, die Leute früher. Ich weiß auch nicht, früher waren andere Zeiten. Hier, da schreiben schon die Ersten, was für Verständnis. Bist du tot? Nein. Ich warte jetzt nochmal hier, weil du bist ja sozusagen mein Joker. Oh Gott, ich bin wieder tot, ey. Das gibt's doch nicht. Die rennen so dumm auf mich zu und haben so einen Riesenradius. Nee, wir spielen das ja auch nicht auf leicht wie andere YouTuber. Wir stellen uns der Herausforderung. So, bleibt die grün? Bah! Bleibt grün. Bah! Das Problem ist, wenn ich jetzt drauf gehe. Oh mein Gott, sind die gierig. Ja, die wollen dein Ass. Die wollen richtig Haut. Die haben richtig Bock auf Haut. Guck mal, wer ist das? Hä? Oh, hier, siehst du es? Oh mein Gott, der ist ja voll groß gewesen. Irgend so ein Dude rennt hier rum. Ja, jetzt wird's echt schwer. Was war denn das eben für ein Geräusch? Ich gucke auf, sorry. Klingt wie so ein Häschen, das irgendwie seinen letzten Atemzug gemacht hat. Draufgedrückt. Ja. Draufgedreht. Ich bin auf ein Häschen getreten in meinem Büro. Oh, Vorsicht, Kies! Oh. Ich bin noch... Ah! Ja! Smiley! Ach, du läutest sie an, dann geht das. Ja, die gehen weg, wenn du sie anleuchtest. Hinter dir, guck mal, da hinten ist wieder der... Ja, aber... Da ist auch der Dude. Sehr gut, Kies. I got the keys. Na. Boah, ich habe keine Ahnung, wo die so lange gegangen sein soll, ne? Und da hinten rennt schon wieder Franz Knutschlippe rum. Franziskus. Vielleicht jetzt mal... Nee. Der Lipizzaner, ja? Vielleicht irgendwie hier? Nein. Die warten wir schon. Ja, das ist die Klotür. Toiletten. Die aber im Kreis laufen ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Ne, im Endeffekt ist es ja ein Kreis. Ja. Aber wie gesagt, da läuft auch Mr. Mopshaut rum. Ja. Ah, der da. Oh, shit, ja. Oh. Und der ist sportlich. Oh, sehr gut. Der ist richtig sportlich. Der macht Leg Day. Der macht nicht nur Leg Day, du. Der macht auch Tentakel Day. Aber er hat sich jetzt enttarnt. Er hat seine Knuhaut abgelegt. Das heißt, er braucht eine neue. Er hat schon eine neue.
Guck, der läuft da ganz so fröhlich. Model, ja, ne? Ist richtig. Der läuft wie so ein Model. Ein Model, ja, wie so ein Model. Ein Model, look at that, girl. Guck mal, da liegst du. Ja, jemand hat dich richtig über die... Ich glaube, irgendwo da hinten muss das sein. Da, wo der abkämmt. Ja. Ja. Milo, Vorsicht. Ja, ich verjag sie schon. Milo hinter dir. Uff. Schmeiler. Schmeiler links, Schmeiler rechts, Schmeiler vorn, Schmeiler in deinem Arsch. Da ist der Typ lang gelaufen. Ja, boah, ist er wieder getriggert. Aber ich glaube, du bist da richtig, gell? Nee, es ist der Passraum. Und ich werde... Ich werde abgekaut. Oh, du bist verbloppt. Puh, gar nicht so easy, aber wir schaffen das. Das letzte ist echt ätzend, ja. Eigentlich voll unnötig, den Kram hier mitzunehmen, gefühlt, ne? Nö, falls wir weiterkommen. Siehst du, ich glaube nämlich in jeder Runde, dass wir es schaffen, weiterzukommen. Du negativer. Ja, aber man kann ja eh nochmal, man muss ja hier den Hebel machen, kannst du eh noch holen. You are a negative Nancy. Weißt du, was jetzt geil wäre? So ein Gelee oder sowas. Ja, ein Gelee. Richtig schön dick Marmelade in die Backen schmieren, dann bin ich richtig voll mit Zucker, dann renne ich da unten durch. Eigentlich müssten wir nur wissen, wo wir hier von der Map oben direkt dahin kommen, wo wir müssen. Ich sag dir, das ist da hinten, wo der Typ campt. Das ist nämlich die einzige Ecke, wo ich noch nicht war. Wie ist er denn lang gegangen? Das heißt, oh, er ist schon wieder hier. Gibt's doch nicht. Das stalkt mich richtig. Warte, ich hab's, oder? Echt? Ja, oder? Moment, warte. Dann mach ich's oben. Warte. Nee, das ist nicht. Warte, aber hier. Wait a minute. Ich leuchte die Dinger einfach an, oder? Ja, einfach anleuchten. Jetzt guck ich gerade, wo es oben ist. Oh mein Gott. Warte, hab ich's? Ist es offen? Keine Ahnung, nee, ich muss es oben erstmal suchen. Ah, Mr. Squidward! Bist du tot? Ja. Haben wir da auch nicht irgendwie Leben oder so? Nee. Nee? Aber gar nicht, du. Ich finde gerade überhaupt nicht die Tür. Gott, es gibt so jetzt nicht, dass wir diese eine Tür nicht... Da hinten rennt er schon wieder... Ach, guck mal, wie er gierig auf mich zurennt. Vor allem der Chat, der tut hier sich ordentlich Punkte einheimsen, weil die um unseren Tod einfach wetten. Da ist er. Ha. Enttarnt. Ich kenne doch meine Hautstähler. Meine Hautstähler. Boah. Weißt du was, ich nehme jetzt nur die Taschenlampe. Ja, sag ich doch. Den ganzen Kram damit zu nehmen, voll unnötig. Passen beide nicht durch. Get out of here! Ich wünschte, das würde einfach gehen. Ich flutsche jetzt da vorne durch, ganz selbst. Wo war denn... Warte mal, wo war denn der lange Gang? Links. Das war so ein langer Gang mit einer Seitentür. Mhm. Oh. Hallo. Ja, achso, ich dachte, das wäre jetzt schon wieder... Hä? E-Beams. Okay, und get down. Du musst es nur noch einmal finden. Du hast es doch schon gehabt. Du hast doch schon gesagt, ey, ich hab's schon gelöst. Aber dann kam der Sack. Ja, aber ich war ja noch oben. Weißt du ja, wo wir den Weg gemerkt haben, so ein bisschen. Nö. So stichpunktartig. Hier, das ist es. Das ist es, okay. Das ist in der Nähe... von diesen kurzen Trennwänden. Das ist es. Den kurzen Trennwänden. Ja. Im Endeffekt ist es wirklich ein Kreis. Also früher... Ah! Shit, sorry, ich muss mal brennen. Später, der ist ja, das sind die kurzen Trennwände, wo ich jetzt bin. Bin tot. Oder? Früher oder später... Jesus Christ. ...musst du ja eigentlich daran vorbeikommen, weil es ja echt ein Circle ist. Das ist die Circle of Death. Guck mal hier, Doppelsmiler und so ein Kram. Doppelsmiler. Siehst du was, ob was hinter mir ist? Siehst du das? Ja, ich seh's. Ja, Smiler.
Boah, guck mal, die hören dann auch nicht mehr auf. Guck, ja. Guck dir die Wellen. Ja, oh, der ist durchgefallen. Das ist unsere Realität. Ja, die haben richtig. Ah, das ist wieder skinny. Lauf. Genau, da war ich auch schon, wo du jetzt bist. Ja, und hier muss es irgendwie dann in die Richtung auch irgendwann kommen. Genau, lauf mal weiter, weil da hat er mich zerstört. Da ist er, der läuft immer da lang, wo wir hin müssen. Ja, genau, der kennt die Stelle. Und bin gestorben. Ja, hier liegst du. Genau. Faul auf dem Boden. Arbeitsbeteiligung mal wieder gar nicht. Also er dreht sich jetzt gleich um, oder? Ich weiß es nicht. Oh. Jetzt hat er sich schon wieder, oh. Aber da wird es irgendwo sein, da wo der Typ rumlungert. Sehr gut. Hm. Blubli blub. Guck mal, da liegst du. Nee, ist eine andere Leiche, oder? Nee. Warte, hier ist er lang gelaufen. Da hinten läuft er wieder. Was gibt's hier? Das ist er! Oder? Ist er das? Ja, ist die Toilettentür. Ja, ist ein längerer Gang leider. Ja, ist ein längerer Gang, stimmt. Ihr habt ein Mic-Symbol oben links. Kann das Game euch hören? Uah! Oh, Beine am Eck. Das ist eine gute Frage, nee, oder? Easy. Hello? Muss die Nase putzen. Nee, ich glaube, das ist für... für Walkie-Talkies. Game, ne? Ach, stimmt, weil wir die Walkie-Talkies haben. Aber danke für den Hinweis. So, ich gehe jetzt nach links und ich hole mir den Shit jetzt. Geht's in einen Tunnel, in dem ich noch nicht gegangen bin. Wieso ist das Ding so schwer zu finden? Da hinten ist es nämlich. In der Realwelt ist es hier. Geht's mal hier rein. Hier ist der Gang. Kann nicht so schwer sein. Aber hier ist irgendwie alles anders. Oh Gott, nee! Was ist los? Oh. Boah, ich hab's geschafft. Boah. Rennt er mir wahrscheinlich hinterher, ne? Weiß ich nicht. Ich glaub schon. Nee, einen Tipp brauchen wir nicht, weil es ja offensichtlich ist, was wir hier machen müssen, aber... Was ist, wenn ich bei Rot reinspringe? Bin ich ja instant tot? I don't know. Okay, warst du ja auch schon, ja. Ich glaube, bei Rot ist einfach ein Smiler in der Zone. Ich glaube auch. Ja, Gegner in der Nähe, hat er gesagt, ja. Entweder der Typ oder halt... Scheiße! Tot? Oh Gott, das ist so ein Jumpscare. Scheiß, Mann! Rotes Licht, grünes Licht. Tokura Jose Dia Zamera. So ein verklemmten Nacken in letzter Zeit. Meine Chiropraktiker halt gehen, ne? Tötet mich. Nein, das ist einfach nur Nackenstarre. Oh. Weniger in so einer Buckelhaltung am PC sitzen. Das ist gar nicht, ich habe scheiße gelegen. Besseres Kissen. Ja, das glaube ich nämlich auch. Am besten halt so Kissen, die wirklich ganz flach sind. Ja, schläfst du auf dem Rücken oder Seite? Rücken. Ja, ist auch die beste Haltung. Ich habe jetzt auch so ein Polster, damit mein Kreuz nicht im Hohlkreuz ist für die Füßchen. Weißt du, wo ich die Beine so hochlege wie so eine Oma? Ey, wenn ihr wüsstet... Oh, das gibt's doch nicht, der... Ja. Lässt aber auch nicht los. Nee, toxische Eck. Also, was ist denn jetzt hier für ein Wurm drin? Auf dem Bauch kann ich nicht liegen, dazu stören mich meine Hupen zu sehr. Guck mal, weil die so gigantisch sind. Nee, nicht mal, weil die groß sind. Also einfach, weil ich immer das Gefühl habe, ich drücke da irgendwas ab. Ja, Bauch bin ich auch nicht so. Weil... mein Gemächt, nee, Quatsch. Drück dir mal was ab, weißt du? Das ist auch nicht so geil. Genau. Auf so eine Ich brauche da so eine...
so eine Kerbe, weißt du? Ich find's eigentlich ziemlich geil, wenn du bei Massage bist und dein Gesicht so... Ja, das ist geil. Das ist geil, ne? Eigentlich so müsste man schlafen. Das ist geil. Aber ja, aber dann noch für die Hupen auch noch 2 Löcher, bitte. Und ich liebe es, wenn ich so ein Kissen zwischen meine Haxen stopfen kann. Ja, das muss man so oder so machen. Ja. Das ist ja richtig ekel auf Knochen, Kniescheibe auf Kniescheibe, das mag ja niemand. Ja, deswegen Kissen, ich habe mein ganzes Bett ist voll Kissen. Nee, das ist die Güllefasstür. Jetzt ist der Typ wieder, da kann ich auch nicht richtig umgucken, ohne hier belästigt zu werden. Nee, wie so eine toxische Freundin, die die ganze Zeit beobachtet, während du dich bei den Chicks umschaust. Furchtbar, ja, wirklich. Ich will nur mal gucken. Ich will nur mal glotzen. Im Stehen schlafen soll gesund sein. So kopfüberbinden. Im Fitnessstudio gibt es ja diese Dinger, wo du so kopfüberhängst. Ja, ja. Stillkissen? Was ist ein Still? Was kann man mit dem Stillkissen machen? Ein Stillkissen ist so ein langes Kissen, was so in der U-Form ist. Also so kenne ich zumindest. Und dann kannst du halt dein Baby darauf legen. Ah. Das kannst du aber auch so zwischen die Beine machen. Es gibt ja auch Seitenschläferkissen, auch so ein langes Kissen. Das kannst du ankuscheln, wie so ein Koala, der sein Bäumchen umarmt. Süß. Der ist cute. Ey, du kommst rein und er sagt, wollen Sie Vodafone-Vertragsverlängerung? Wollen Sie Datenvolumen? Nein, ich will kein Datenvolumen. Ich will die Dreckstür finden. Ich sag dir, da, wo wir hin müssen. Da, das ist... Ach, ich komm da nie hin. Da könnte es gewesen sein. Hä, Moment mal, aber... Das ist der Chemie... Aber warte, dann wäre es ja theoretisch gar nicht da, wo die Toiletten wären, ne? Ist doch nicht spiegelverkehrt oder so. Na, guck mal, das ist hier. Hier hinten. Hier hinten ist es. Ja. Das ist der Gang. Jetzt gehe ich hier rein. Müsstest I don't know. Du landest irgendwie... Das ist anders aufgebaut, oder? Ja, das ist, glaube ich, gar nicht spiegelverkehrt, das habe ich anders aufgebaut. Weil ich habe die anderen Räume ja auch dadurch gefunden, weißt? Die anderen Räume habe ich doch auch gefunden, weil ich geguckt habe, wo ist es denn oben? Deswegen wundert es mich, dass der jetzt nicht da ist. Ach, der lässt mich aber auch nicht in Ruhe. Ich lande auch immer wieder hier. Keine Ahnung warum. Ich lande immer wieder hier. Nee, an der Wand vorbei können wir nicht. Wir müssen ja quasi den Stromkasten anmachen, damit wahrscheinlich das Tor zugemacht wird, das Monster uns nicht catchen kann. Ja, das Tor wird zugemacht und das Monster ist dann wahrscheinlich gefangen. Dann können wir passieren, Aufzug nehmen, Level bestanden, nächstes. Genau. Nee. Nee, es ist... Obwohl... Das ist ein Raum, aber... Oh, doch, oder? Das ist es. Geil. Das war's. Hä, der Gang ist aber viel kürzer. Ja, das ist aber ja das war's, weird. Das dann war's. Ja, aber dann hätten wir es ja viel eher gefunden, weil ich bin dann auch wie du einfach immer weggedreht, weißt? Also es ist wirklich ein komplett anderer Raum. Ja, vor allem ist halt, wie gesagt, unlogisch, weil wir halt gedacht haben, das muss der lange Raum sein und nicht einfach nur random generierter Raum. Aber okay, hey, gut gemacht, Kisi, hey! Ja, ob ich ihn jetzt nochmal finde, ne? Jojojo, hat ja nur 38 Minuten gedauert. Das schaffen wir schon, du kleiner Stinkmolch. Ich bin ein sehr reinlicher Mensch. Du bist eine Negative Nancy. Ich hab ihn schon gefunden. Ah, nee, hab echt? Ich... Nee, hab dich angelogen. Du bist eine lügende Nancy. Ich bin eine, Lying Liza. Negative Nancy gibt's und dann gibt's doch noch die... nicht die Karen, es gibt doch noch was anderes. Leute, kommt schon. Ne, irgend so ein Raum mit so alten Klemmbetten. So eine verwilderte Jugendherberge müssen wir finden. What? Oh, er ist hinter mir. Hast du eigentlich auch Baldur's Gate gespielt? Nee, keine Zeit. Ach, du musst es jetzt nochmal neu öffnen. Die Tür ist doch jetzt auf. Nein, 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 du musst nochmal neu öffnen, oder? Nö, glaube ich nicht. Ja, das wäre jetzt wirklich Bombe, wenn die auf ist. Ich glaube nicht, dass du das... Also ich gucke jetzt mal nach dem Raum. Ich gehe gucken. Aber ich glaube, dass sie offen ist jetzt. Mm-mm. Baldur's Gate hast du nicht gespielt, nee. Ne? Warum?
Oh, die ist offen. Du hast recht. Ja. Oh mein Gott. Ich hätte jetzt nochmal 20 Jahre gesucht. Nee, ich warum? Dachte, dass weil auf ich ist. Keine Zeit habe für so riesige Spiele. Es geht ja irgendwie 300 Stunden. Yeah, you're right. Yay! Ja, wow. Drin? Also ich habe eine Ausrede, nein, wenn ich heute irgendwie nicht so auf der Höhe bin, weil ich bin krank. Aber was ist deine Ausrede, Knut? Ich habe Rückenweh. Ah, okay. Massivst. Und trotzdem sitzt du hier. Und ich habe die Sanity low, weil ich morgen um 6 Uhr, um 5.30 Uhr raus muss. Das ist Standard. Was machst du morgen? Ist geheim, oder? Erzähl ich dir nachher. Irgendwas Heftiges. Ja. What? Ah! Mann, wir müssen uns beeilen! Ja. Du bist auch tot. Aber irgendwie, guten Morgen. Ich finde ihn irgendwie süß. Weiß nicht, der hat was Süßes. Guck mal, wie sie sich, ja, jetzt weiß sie, dass wir... Alter, lässt sie mir gerade noch so ein Sprudel hier. Das kannst du haben, das letzte Ranzsprudel. Bisschen was Kalorienarmes. Ich hoffe, der frisst dich. No. Wir haben es geschafft, Mann. Schlag ein, virtuell. Putz. Danke. Das war ein Tenso. Oh nein. Und jetzt sind wir im Horrorhotel. Oh, guck mal, hier ist noch so viel Saft. Oh, Pisse. Weißt du, das ist gar kein Hotel, sondern das ist ein Arztzimmer, wo man Urin abgibt. Ja, aber es gibt Kraft, also... Mittelstrahl, let's go. Also schlappert man es. Guck mal, ist so eine richtige Candy Bar. Also ich muss sagen, ich habe immer schon Angst, wenn ich in Räume komme und so belohnt werde. Das hasse ich, weil dann weißt du immer, es kommt was Schlimmes. Hä? Ich muss ja irgendwas eingeben, irgendein Wort. Aber was? Hier musst du was eingeben, geh doch mal hin. Ah, bestimmt finden wir hier irgendwo was, dann öffnet sich die Tür. Safe call. Wie komme ich hier wieder weg? F. Lass mal gucken. Hier ist bestimmt ein Rätsel und dann öffnet sich erst diese Tür. Wetten? Ja, die sind noch nicht auf. Guck mal, hier kannst du runter. Geh du mal. Kann man schubsen? Nee, leider nicht. Ah, ich hab's ganz easy. Hier. Mac. Bist du tot? Ja, ich hab's probiert. Dann löse ich's mal ohne dich. Siehst du das auch, was ich sehe? Ja. Also du siehst den Zettel jetzt. Also drittes von... Also irgendjemand klopft drei, hier ganz frech. Nummer 4 von hinten. Also oben, 1, 2, das drei, da. Dann von hinten, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Die vierte oder die fünfte dann? Von hinten das vierte. Ja. Und das andere hast du mir nicht gemerkt. Das hab ich nicht gesehen. Die Musik ist voll süß, Mann. Das will ich als Aufstehwecker. 1, 2, 3, 5 und dann 1. Also 2. Die Musik ist fünf, so süß. 1, 2, 3, 4, 5. Hä? Jetzt sieht die bescheuert aus, wie du vor dem Ding so dich bückst und dann die Musik dazu. Ah, jetzt geht's. Gut. Magst du mich noch kurz dazu holen? Eigentlich nicht, wenn ich so drüber nachdenke. Ja, du kommst doch eh wieder, oder? Ja, siehst du. Here I am! Boah, oh, das ist der rote Gang. Müssen wir hier flitzen? Ich habe keine Taschenlampe. Nee, echt nicht? Ja, da gab's aber auch keine mehr. Scheiße. Was ist das? Was ist das? Was? Mac. Mein eingetrocknetes Knu. Dafür steht das. Ich komme nicht rein. Was ist hier? Ah, hier steht was. Follow the blue light. Oh nein, wir müssen rennen. Nee, aber guck mal, wir müssen beide hier auch draufstehen. Dann irgendwie. Hm. Das heißt, von hier aus geht's los. Let's go. Nee, hier ist Ende. Follow the blue light. Mach mal Lichter. Was ist blue light? Warte mal, stell ich mal drauf. Ja. Ah. Guck. Oh. Wenn ich hier durch. Wir warten, oder? Ja. Ich habe einen Schalter gefunden. Ah, jetzt geht bei mir was auf. Ach du Heilige! Renn! Nein, du musst doch mal drauf. Ich bin tot. Danke, Knut. Ich auch. Boah. Du musst da drauf bleiben. Gut gemacht. Egal, ich sterbe jetzt eh, weil ich habe kein Licht. Oh Gott, Hilfe, das ist ja so gemein. Ach, die Scheiße.
Oh Gott. Hast du es geschafft? Ich glaube ja. Ich habe die Kettensäge, aber ich würde dich gerne wieder dazu holen. Ja, musst jetzt hinrennen, musst du nochmal zurück und ihn knutschen. Hier, glaube ich. Bist du wieder da? Nö. Oh mein Gott, du musst die Bretter, glaube ich, wegmachen. Was muss ich machen? Bretter oder sowas wegmachen. Ich will eigentlich gerade einfach sterben, damit du wieder dazukommst. Ja, dann bleib stehen, der kommt. Da kommt der angewackelt. Ah, shit, der richtig gerade Zähne. Okay, voll wild, let's go. Das wird richtig wild. Ah, guck mal, wir landen beide hier. Du nimmst die Kettensäge, okay? Let's go. Ich stecke fest. Ah, jetzt. Kommt der? Er kommt ja, aber rauf! Ja, oh Gott. So. Oh Gott. Wohin Blue jetzt? Blue Light. Wo ist ein blaues Licht? Ich sehe kein blau. Oh Gott, Türen. Ja, lauf, 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 lauf. Blue Light. Da hinten ist was Blaues. Tot, lauf. Boah. Oh nö. Oh nein. Ja, was soll ich hier? Okay, da geht's weiter. Okay, der hat. Weißt du, woran ich mich gerade ein bisschen erinnert? An Descent. Oder wie heißt das Game? Keine Ahnung. Was um was geht's? Wo doch so ein Labyrinth, wo man doch rennt. Ach so, Descentance oder sowas, ne? Ja, Descentance, genau. Aus dem Weg, no! Ich seh nix! Ja, weil du in mir rumlummelst. Okay, der kommt. Ja, die Kettensäge arbeitet langsam. Es mag Knu. Kann ich ja nichts für. Du bist doch Arsch. Du bist doch hier rein. Dann hier lang. Lauf. Da, blaues Licht. Nein, es fake blaues Licht. Treppe runter. Du kannst doch nicht so mit denen, ne? Oh, Hilfe, ich höre ihn. Ah, lauf! Er frisst mich gerade, er ist abgelenkt. Hey, da hat jemand Hey gerufen. Wer? Ich? Nee, nee, irgendjemand hat gerade. Echt? Warst du das? Nein. Oh, ey, das ist ja. Gemein. Oh, Smiler. Smiler mögen Kettensägen nicht. Ach, du Heiligsblech. Das heißt, man muss leuchten. Wir haben doch kein. Wir haben doch kein Ding, oder? Nee. Okay, ich springe. Irgendwie so ein Bowser Mario Ding hier. Alter, die Dinger gehen nicht kaputt. Jetzt, 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 ja. Ja! Bist du tot? Ich bin tot, Mann! Kauf beim nächsten Mal halt eine Markenkettensäge. Ich hab's dir gesagt. Ich hab's da gesagt, junge Dame. Junge Dame, du. Hier steht Billigkram. Scheiße. Boah, es ist aber auch Terrormusik, ne? Ja, ja, aber du bist sehr gut in der Zeit. Okay, jetzt kommt der Lauf. Und irgendjemand ruft irgendwann kurz so, hey, hier rein, Bruder. Ja, hier, hey. Ich glaub, da darfst du nicht drauf hören, oder? Keine Ahnung. Ich glaub, das ist Ablenkung. War das der große Trick? Ich glaube, das ist Ablenkung. Wenn du halt die Bretter nicht so gut zersägst. Warte mal, lass mich zuerst immer und dann laufe ich direkt hin. So, jetzt durch. Sehr gut. Die Scheißtüren, ey, ich sag's dir. Versuch nicht zu sterben. Ja. Boah, die Tür war eben fies. Hätte mir die voll in die Fresse gehauen. Shit, das ist unfair, ich bin stecken! Ah, fies, ich lebe noch. Warum lebe ich noch? Der ist an mir vorbeigelaufen! Ach, als ob. Ich glaub schon. Der ist an mir vorbeigelaufen. Yo, der hat mich geholt. Lebst du noch? Ja, der ist an mir vorbeigelaufen. Ja, jetzt kannst du wieder dein Hacklack. Hä? Warum ist so dunkel? Oh shit, der kommt. Ja, du bist zu tief, da oben geht's weiter. Oh. Oh, du hast jetzt easy durchspielen können. Ich hab nichts gesehen, ich hab keine Lampe. Warte.
Den Klingelturm will ich haben. So, ist offen. Renn. Zieh durch. Was ist, wenn man da ins Exit geht? Ja, wahrscheinlich nichts gut. Gemein, weil ich nie weiß, in welche Richtung ich schlupfen soll. Genau, ich hab mich da, wo die blaue Tür war, versteckt, da ist an mir vorbeigelaufen. Kann man da nicht runterspringen eigentlich? Ja, aber das macht auch keinen Sinn. Bist du hinter mir? Ja. Wenn ich tot bin, hast du ein bisschen Zeit noch, ne? Naja, geht so, ne? Oh, da kommt der Smiler. Okay, Mama, da darfst du nicht lang, weil da kommt der Smiler. Du musst, glaube ich, wirklich in die Tür, ne? Weil die ist ja schon sehr lang offen. Weißt du? Vielleicht, maybe. Der reißt die richtig auf. Vielleicht lass uns da gleich mal reingehen. Guck mal, wie ich jetzt die Technik drauf habe, das Ding da aufzusäbeln. Sehr gut. Man nennt mich auch den Kettensägenmann. Der Kettensäge, du. Ah, 40 Fieber mit Knu in den Backrooms. Das ist mein Leben. Könntest du mir schöner nicht vorstellen. Nee, kannst nicht überspringen. Ich hab's versucht. Ja, ich hab's gesehen. Sah erbärmlich aus. Ja. So, jetzt gucken wir gleich mal. So sehe ich im Schlafzimmer aus. Ich versuche jetzt in die Tür zu kommen. Wenn er das aufmacht. Nee, kommst nicht. Hä? Andere Richtung. Mehr in die andere Richtung, ja. Oh shit, das haben sie mich beide. Ich bin in die andere, ich glaube, wir müssen von anderen. Ja, wir müssen in die andere Richtung. Die Tür ist fake. Die Tür ist fake. Oh my gosh, this is so annoying and exhausting, my friend. Fakedoors.org. So, auf das Ding, renn. Die Musik, ey. Das ist ja aber auch. Oh, ich komm nicht rein! Dass der aber auch gar keinen Chill hat, der Dude, ne? Nee. Wirklich echt hysterisch. Ich glaube, wir liegen sehr gut in der Zeit. Oh, ich weiß nicht. Speedrun! Tjung! Wieder um die Ecke flippt. Ja, der ist richtig gierig. Heißt, boah! Jetzt in eine andere Richtung, hier lang. Ja, hier lang. Nee, nicht stehen bleiben. Guck, da hat wieder jemand gerufen. Help. Ja. Ich bin wieder in die falsche Richtung. Shit. Oh, absichtlich, bei dir klingt es wie Absicht. Also da, wo es dunkel ist, darf man nicht hinlaufen, ne? Also da, wo der Tunnel von hinten schon. Ich hab's geschafft, easy. Sehr gut, easy. Ich hab's nur in die Länge gezogen, damit Watchtime höher ist. Nur für Knus Watchtime habe ich ein bisschen getrödelt. Toll, können wir mehr Werbung schalten? Ja, auch geil, Werbung. Darauf stehen alle so, ne? Hier, Fernseher hinschieben. Es ist aber gar nicht ein Fernseher. Reserviert für einen Prominenten. Oh, die kennen mich. Ich will ein bisschen. Ich will ein bisschen Props im Chat haben hier. Hier ist ein Aufzug. Kinder lieben Werbung. Ich lieb die Musik. Warte mal ganz kurz. Nee, hier. Ich will die Kettensäge ins Inventar räumen. Ich lieb die Musik. Jetzt gehen wir mal hoch. Ich muss noch den Fernseher irgendwo hinschieben. Ja, aber wir müssen ihn erstmal holen. Okay. Ist er bei den Häschen gestorben oder an deinem Schreibtisch? Ja, natürlich drauf. Jetzt habe ich wieder drauf gesetzt. Gesetzend. TV. Ah, hier soll der ja, sein. Ja, hier ist aber Strom. So. Geh mal da drauf. Komm nicht rein. Gibt's hier einen Gegner? Ich hätte noch nicht. Der einzige Gegner, den ich hier habe, der bist du. Und so ein hasserfüllter Kellner oder sowas. Ein hasserfüllter Kiesschau reicht mir schon. Den kennst du ja nun auswendig. Oh mein Gott, das ach, ist ein Fenster. Ach du Heilige, was ist das? Hast du es gesehen? Was ist das? Oh mein Gott, Hilfe, Hilfe. Ich hab ein Pferd. Wow. Ich bin tot. Hast du gerade gefragt, ob es hier Gegner gibt?
Alter, hier gibt's eine Riesenspinne und irgend so ein Boogie-Mann, der mich... Ja, hier. Ja, der da, der Mottenmann. Oh mein Gott, ja, okay, der hat mich... Hilfe! Der hat dich richtig... Belästigung! ...gewürgt. Okay, das heißt... Oh, man, da liegt eine Taschenlampe. Da liegt eine Flashlight auf dem Nachttisch. Flashlight. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the flashlight. Gute alte Wurstlampe. Ja. Geht's auch nach unten? Nee. Nur nach oben. Ja, hier ja doch, wenn ich in den Spiegel schaue, ist die Tür immer noch offen. Creepy. Billigproduktion. Backroom. Backroom. Ich habe auch schon einen Fernseher gefunden, ne? Echt? Ja, aber dann kam eben der Fensterbürger und hat mich umgebracht. Hier lang, wo der ich... Der Fensterbürger. Alle Türen so checken und irgendwo ging einer auf. Irgendwo ging eine Tür auf. Hier. Der Mottenmann? Hier. Was macht der? Der steht einfach nur da. Das heißt, ich darf dann nicht an die Tür. Oh mein Gott, du siehst auch. Oh mein Gott, das ist kacke, so einen Fernseher zu schieben. Ach du Heilige. Oh, was denn gegen Mr. Mottenmann? Trinke ich jetzt erstmal seinen Urin vor ihm, um ihn einzuschüchtern, damit er sieht, dass ich geisteskrank bin und geht. Da würde ich aber echt gehen. Also wenn du vor meinen Augen quasi meinen Urin trinken würdest... Der findet's geil, der bleibt stehen. Kann es sein, dass wir irgendwas gegen den Strom hier tun müssen? Wahrscheinlich müssen wir nur einen Fernseher reinschieben und dann irgendwie den Aufzug von unten holen, oder? Schneller! Ja, das Ding ist ziemlich doof. Girl! Schneller! Ich sehe ja nichts, weil ich einen Fernseher... Und der hat nicht mal Rollen dran, weißt du, die oder? Kinder würden jetzt sagen, hä, ist doch kein Fernseher, der ist ja gar nicht flach genug. Genau, Leute. Psst, hey. Oh, ach, sehr hier, schön. Zack. Du lügst doch, ist doch kein Fernseher. Genau. Ist Brotkasten. Da ist er, jetzt kannst du ihn schieben. Sieht richtig doof aus, wie du das Ding schiebst. Psst, hey! Aber mehr mit Eleganz als du. Nö, finde ich nicht. Du hältst ihn auch voll schief. Du machst ihn irgendwie kaputt. Hallo, das Gestell verbiegt sich. Aber ist es überhaupt A? Und nee, wo ist das B? Ist C. Dahin. Ah. Da. Okay, was erfahren wir dann? Weiß nicht. Oh, da ist falsch rum. Jetzt können die Menschen da draußen kostenlos Netflix gucken, weil sie sich kein Abo leisten können. Ist eine Motte oder so, ein komisches Zeichen drauf. Ich bin schon wieder weg, ich bin schon wieder oben. Ich hab schon wieder einen Fernseher geholt. Warum gehst du ohne mich? Hier boah, ist der Aufzug krass. Weg. Nee, Quatsch, ich bin doch nicht so asozial. Noch nicht. Das kommt im Alter. Bist du echt schon so alt? Ich hab noch nicht mal meinen Höchststand erreicht, wenn es jetzt schon so schlimm ist. Noch nicht deinen Zenit erreicht? Nein. Nee, noch bisher ein junges Ding. Findest du? Schon, ah ja, klar. Was, Mr. Spidey? Geh mal mit dem ein bisschen Schmusi machen. Kann der Türen öffnen? Guck nein. Den an, der ist richtig ugly. Guck mal, hinten ist wieder so ein rotes Zimmerchen. Siehst du da irgendwas? Fernseher. Sitzt da jemand? Weißt du, wie mein Sohn Fernseher nennt? Fenso. Oh. Ist der Fenso. Der Fenso. Da sagt immer, Papa, Fenso gucke. Sag ich immer, nein, wir gucken jetzt keinen Fernsehen. Blaze. So. Blaze. Süß. Voll süß. Aber was ist denn das? Da! Tot. Zu tot? Nein, scheiße. Kann man den irgendwie mit Schleichen umgehen, oder? Du, nee, der kann nicht in Räume rein. Der ist zu fett. Body shaming. Wo ist er jetzt? Links, rechts? Okay. Und du bist sicher, dass der da nicht reinkommt, ne? Was muss ich nochmal finden? Fernseher einfach. Fernseher, nur, ne? Ja. Fensos. Ein Fernseher, ein Fenso. Und der steht ja einfach irgendwo random rum. Der steht Zimmer. Irgendwo in diesen Hotels. Zimmern rum. Okay. Oh, fuck. Aber guck, der kommt ja nicht rein. Der kommt nicht rein. Nein, nein, nein. Geh mal in die Scheibe und sag dem Boogeyman Hallo. Nein. Oder willst du wieder reinkommen? Eigentlich ist es auch geil, so ein bisschen Backseating. Ich schaue jemanden... Okay, das ist auch interessant. Die Leute schauen jemanden zu, der jemanden zuschaut beim Spielen. Ja, ist eine Reaction auf eine Reaction. Ich reagiere auf Knus Content.
Der ist so eklig, der Typ. Oh mein Gott, ist das eklig. Deswegen so ein Spinnen. Holy shit, der hat ja richtig Mann. Auf mich abgesehen. Spinnenknochenmaul. Jetzt hau ab! Okay, sehr gut. Das müssen wir in die andere Richtung gehen, ne? Ja, aber der guckt, der hat richtig Bock auf dich. Das ist ja voll schwer, vor allem wirst du dann den Fernseher da rumschieben. Ja, das wird richtig asozial wieder. Zwei Fensos noch. Holy shit. YouTube Deutschland in a nutshell. Oh Gott. Oh, es ist eklig. Ich ertrag das nicht. Deswegen steht auch der Mottenmann da, ne? Weil man rennt ja so schnell in den Raum und dann bist du zu nah und dann wirkt. Ja, und der Fernseher steht dann auch irgendwie so in der Ecke da und dann sagt der Mottenmann: Hallo. Verstehe. GEZ, boah, das ist der GEZ-Mann. Ne? Das ist Finanzamt. Na, GEZ ist noch schlimmer eigentlich. Kommst du auch nicht davon. Boah, der sieht mich jetzt halt echt. Oh, ein Riegel. Ja, schwierig, ne? An jedem Fenster ein Spanner und... Das ist mein Leben. Ich glaube, der hört einen, kann das sein? Ja, dann schleich doch mal. Du musst da lang, wo der gerade ist. Man vergisst doch immer, welche Richtung man muss. Wenn du wieder rein willst, sag's, ne? Ja, versuch mal, ob da hinten irgendwas ist. Jetzt schleich. Ah, ich glaube, der rennt jetzt gleich wieder. Oh shit, ja. Unangenehm. Oh, hast du Glück. Oh Gott! Du jetzt stell dir vor, mit diesem hässlichen Fernseher. Boah, Mann. Der hat da reingelangt. Das ist aber echt. Das ist mein No-No-Square! Ja, jetzt stell dir mal vor, mit dem Fernseher. Okay, die bleiben. Gott sei Dank. Aber weißt du, wie ätzend die sich lenken? Ja, yeah, I know. Deswegen sieht man auch nichts. Ich verstehe die Scheiße schon. Die kranke Kacke. Ich hab den Saft mitgenommen. Siehst du's? Ja, richtig übel. Das ist nicht durch deine Maske. Nee, das zieht voll durch. Können wir jetzt auch in die andere Richtung? Ist egal, wir ne? Wir können, ja. Ich glaube eh, dass es ein Kreis ist. Aha. Das andere wäre irgendwie unlogisch. Was halt geil wäre, wenn der Fernseher auch vorankommen würde, ohne dass man ihn verliert. Weißt du, was ich meine? Ja. Kann ich auch. Alle Türen aufmachen, ist eh gut, dass wir schon rein huschen können. Ja, eigentlich schon, weil jetzt bin ich gerade fast an der Tür halt gestorben. Du guckst aber auch gerade, also die stehen schon im allgemeinen Zimmer. Die Tür da hinten ist fake. Die stehen halt irgendwo rum. Oh. So extra für die Special Gäste, ne? Die kriegen einen Fernseher. Hier, ich hab einen Fernseher B. Cool. Nice. Der ist Spider-Man. Spider-Man kommt. Ja, aber du musst ihn jetzt wegziehen von mir, ja, quasi. Ja, erst bei mir. Er chillt bei mir. Kannst machen, was du willst. Jetzt ist er weg. Ja, jetzt. Warte, ich beschäftige gleich wieder. Boah, Spider-Man. Ist dieser Monitor ekelhaft zu lenken. Aber ist gut, weil Spider-Man ist bei mir. Du kannst also chillen. Ja, ich muss erstmal den Monitor da rauskriegen. Oh, ich mach bist du an mir Räume vorbei auf. Oder? Ja, ich bin an dir vorbei. Das heißt, eigentlich dürfte er nicht da sein. Ich mache mal gerade alle Escape-Dinger auf. Ja, er ist bei mir. Ist bei mir. Ja, ich bin auf dem Weg, aber es dauert. Ah! Mann, er hat wieder reingelangt. Rein in die alte Schmottergrube. Ja, rein da. Aber du hast, glaube ich, Zeit. Also der kommt da nicht. Der ist so weit weg von dir. Der müsste jetzt rennen, um dich zu kriegen. Und dein juicy ass. Ach, wir sind so Disney-freundlich. Ich weiß jetzt, was Disney-Rules sind. Darfst du nicht mal angreifen sagen, weil es zu offensive. Was? Oh, lauf. Ja, nee, ich hänge an dem Monitor. Aber ich glaube, die Spinne hängt da jetzt auch dran fest. Jetzt wäre es halt echt lässig, wenn der Monitor dort stehen bleiben würde. Ich glaube, der steht dort. Ich glaube es irgendwie nicht. Dort. Ich glaube, der Kisi, der wie die Tür, die sich vorhin auch geöffnet hat, steht der dort. Es Schau wäre echt süß, wenn er da muss stehen würde. Muss an dich glauben. Dann wird er da stehen. Der Fernseher muss bleiben. Der Fernseher muss bleiben. Muss nicht mehr lang hier lang, ne? Ja. Der müsste jetzt da gleich Weil stehen. Ich war ja relativ weit. Er wartet hier auf dich. Siehst du, da steht er da. Nein, wo steht... Hä? Zwei.
1, hieß, er steht, wo du bist, da steht er der doch, ist weg. Siehst du ihn nicht. Steht er doch, siehst du nicht. Nee, der bleibt... Doch, siehst du ihn nicht. Da wäre, ich war ja hier, ich bin ja hier gestorben, der ist weg. Du brauchst eine Menge Fantasie. Ja, du wolltest ja eigentlich gut reden, aber am Ende hat es nichts gebracht. Einer muss den richtig weit wegziehen und dann immer wieder so reinluken, in die Tür rennen. Ja, in diesen Räumen am besten. In denen, wo diese kleinen Räumchen da sind, der ist ja extra dafür da. Wie du da krabbelst. Der Fernseher war der hier schon? Er war irgendwo auf dem Klo. Ja, hier. Ne, ist der A-Fernseher, okay. Das ist ein anderer. Okay, dann sind beide auf dem Klo. Ah, ich hab auch einen. Ich hab den anderen. Ja, aber... Girl. Also cool wär's, wenn du den jetzt... Ich lass den hier und lenk die Spinne ab. Ja, die Spinne ist im Moment nicht bei mir. Nur so for your information. Gut. Ich guck. Die kommt nämlich jetzt. Und ist weg. Also keine Sorge. Läuft in die andere Richtung. Nicht bei dir. All good. Mr. Spider-Man. Ganz weit weg von dir. Bitte fassen Sie mir nicht an meine Intimzone. Tut er nicht, der ist ganz weit weg. Du kannst ganz entspannt gehen. Die Frage ist halt, wegen meinem Fernseher. Kommt er wieder zu mir? Gucken, ob er jetzt gleich zu näher chillt in der Ecke. Er kommt nicht. Ich bin jetzt im Diner-Bereich. Ich bin gleich beim Aufzug, ist nicht mehr weit. Jetzt kommt er. Aber er hat jetzt mich und sneakt nach mir. Jetzt rennt er aber, glaube ich, zu dir, kann das sein? Oh, er rennt, glaube ich, gerade ganz schnell zu dir. Versteck dich mal. Ich bin in der Zone, wo kein... Ich bin beim Aufzug. Okay, geil. Dann das Ding ist safe. Ich bringe ihn unten hin, damit er auch stehen bleibt. Bring ihn hin, genau, und dann kommt zu mir und herzlich. Ich kann nicht runter, wir müssen zusammen runter. Nein. Ach. Okay, warte, die Spinne haut gerade ab. Wo bist du denn? Ich schiebe bist du weitergegangen? Nee, ich bin nur eins weiter, als dein Fernseher war. Ich warte kurz, bis die Spinne weg ist, dann schiebe ich den Fernseher wenigstens raus, dass wir den nicht mehr aus dem Zimmer wurschteln müssen. Okay, warte. Die alte schwarze Spinne ist nicht mehr das, sie war, ist nicht mehr das, sie war, ist nicht mehr das, sie war. Er chillt halt jetzt ab, ne, der Sack. Der klopft sogar richtig so, hey, ja, du, ich hab komm gehört. Mal her. Boah, weißt du denn das? Sieht aus wie so ein Venom-Spider-Man ein bisschen auch. Ja. Guckst du mir gerade zu, oder wie? Nein, der besucht mich auch. Der findet mich auch hot. Nicht nur du bist hier der attraktive Star, hallo? Sag ja auch keiner. Musst du nochmal erwähnt haben. Warte nur kurz, bis die Spinne hier irgendwo mal... Ist eigentlich ein strammer Typ, der da am Fenster steht. Würde ich schon machen, doch, ja. Nee, ich nicht. Na, ich schon. Ich stehe so auf diese athletischen... Mit roten Augen. Das ist genau mein Ding. Ja, aber nicht mit so einem Schlauchgesicht. Hat gar kein Schlauchgesicht. Auch richtig gute Zähne. Nein, der ist richtig... Der sieht ein bisschen aus wie Ryan Reynolds. Oh Mann, die Spinne kennt mich! Guck mal, eigentlich der lächelt auch so ein bisschen. So als würde er sagen, hey, ich hab Süßigkeiten. Jetzt hör auf, sexuell zu werden mit dem creepy Typen am Fenster, verdammt! Ich baue hier was auf. Oh, bist du das? Das bin ich, ja. Ernsthaft? Ja! Okay. Schieb das Ding raus. Vorsicht, die Spinne ist da, ne? Nö, ist sie nicht. Ich komm nicht raus, nimm du mal. Komm. Kann ich. Warte. Mal hier. Oh, komm rein. Wieso? Denn da ist doch gar keine Spinne. Okay, beeil dich, weil er läuft ja die ganze Zeit rum. All good. Okay, er kommt. Komm hier rein. Hier, hinter dir. Na, ist noch alles gut. Lenk du ihn ab. Ich schieb weiter. Okay. Aber du musst auch ein bisschen immer mitkommen. Weil ja. Ich kann wahrscheinlich nicht den jetzt in den Aufzug machen, weil der ist belegt mit dem anderen. Ja, easy, ich bin da. Easy. Der sieht ein bisschen aus wie hier, der von Nightmare Before Christmas. Der am Fenster. Der an dem Fenster? Ja. Ich finde, der sieht einfach nur aus wie so ein Fliegenmann. Nee, wenn du musst du mal mit der Taschenlampe anleuchten, dann siehst du seinen muskulösen Körper. Ich hab keine Taschenlampe. Oh, das gefällt dir dann wieder, gell? Auf jeden. So durchtrainierte Typen. Hot. Ich hab jetzt so ein Deadbot. Deadbot. Ein Deadbot, die hab ich. Deadbot sagst du. Deadbot.
Bestebbad. Yeah, we did it! Na, noch haben wir nicht gedittet. Ach komm, die Spinne kommt hier nicht. Noch haben wir nicht pedittet. Dann let's go. I'm so proud of you. You did very well, my friend. Very nice. Wenn's Gosling wäre, wäre ich sofort am Fan. Würde ich direkt, ja, Ryan Gosling. Uff. Hottest man alive. Ich würde sofort bei Chris Hemsworth. Nicht das Chris ist ja Hemsworth. Der ist super lang. Nein. Chris Evans vielleicht. Nein, Henry Cavill wäre ich sofort. Das sagen alle Frauen. Alle Frauen, oh, Henry Cavill. Ja, aber der zockt. Er zockt und ist durchtrainiert und spielt Warhammer. Welche Frau spielt Warhammer? Ich kenne keine einzige. Egal, ich zeig den alle anderen Games, Mann. Aber ich weiß manchmal nicht bei dem, ob das einfach nur Taktik ist, weil er weiß, dass es gut ankommt. Ich glaube, das ist ein sehr zurückgezogener Mann. Das sind ja die meisten. Die sind ja alle so im... Ich fasse keine Frau an, ich ziehe mich zurück oder ich heirate und mache 100 Kinder. Oder finde ich auch ganz toll. Ja, der ist ja auch super zurückgezogen und in sich gekehrt. Ja, der ist voll toll. Also stehst du eigentlich auf so gebrochene, zurückgezogene Männer? Nee, auf schüchterne. Auf welche, die nicht so rangehen. Ja, was heißt nicht rangehen? Ein bisschen rangehen müssen wir ja schon. Nein, aber halt welche, die einfach eher immer so ein bisschen ruhiger und zurückhaltend sind. Also kein YouTuber. Ja. Yes, niemanden exactly. Aus der Branche. Nein. Ich meine, you never know, aber. Muss jemand aus der Branche daten? Oh, was ist jetzt los? Ich hab Trips. Ich bin auch irre. Ja, ja, wir sind irre. Wir müssen. Das ist. Kaum das sag passiert, ich, würdest du jemand aus der Branche daten? Ja. Schmilzt einem hier das Hirn weg oder was? Ich kann. Also sag niemals, nie, ne? Es gibt ja auch Leute, die aus der Branche sind, die super ruhig sind, aber keine Ahnung. Ich hab mir darüber noch keine Gedanken. Oh mein Gott! Ey, was dampft denn hier? Wo bist du denn? Ich bin durch die Dampftür, aber da kam ein Spinnenmann. Oh ja, ich seh's. Der rennt hier gerade richtig hinterher. Ich bin weg. Ich will auch eine Taschenlampe. Ich bin so im Loch gesprungen. Ich warte nur auf dich. I want a Taschenlampe. Boah, ich bin jetzt richtig schnell. Wo war das ich Loch? Ich bin einfach da, wo die Pfeile sind. This way. Unter. Aber ich kann nicht, weil die Spinne gerade direkt vor der Tür ist. Ich bin auch, ich lebe noch, her? Also irgendwie. Wenn stirbt, dann müsstest du bei mir spawnen. Da muss ich halt sterben, weil der. Also jetzt müsste ich eigentlich zu dir kommen. Was ist da? Gern geschehen. Oh, wunderbar. Ich habe auch noch eine Taschenlampe. Sehr gut, ich will auch eine. Splash. Denkst du, mit jemandem aus der Branche ist es einfacher, so beziehungsmäßig? Weil man so die gleichen Probleme hat wie den CPM. Kann man sich nachts über den CPM auslassen? Ich weiß, ich glaube, es hat seine Vor- und Nachteile. Vorteile, dass halt die Person auch selbstständig ist, deswegen halt viel mehr mit auf Events kann und alles. Man verbringt dann vielleicht auch. Ja, aber hasst man sich dann irgendwie, wenn man dauernd so gemeinsam auf einem Event ist? Na, das sollte man nicht. Ich glaube, was halt schwierig sein könnte, dass es halt dann nur um den Job geht und ständig um Analytik. Hey, hier gibt's Bakterien. Und ständig um das. Ich glaube, das muss man halt dann abschalten können. Kommst du aufs Boat? Bist drauf? Ja, ich bin drauf. Ich sehe dich. Okay. Bei mir war es ja nie ein Problem, weil ich mache ja zum Beispiel auch, wenn ich im Urlaub bin, ich mache ja kaum Fotos, kaum Videos, kaum gar nichts. Ich teile ja auf Instagram ist nicht wirklich viel von mir und meinem Alltag. Aber wenn du halt jemand hast, der das ständig macht, kann es halt sein, dass es dich nervt, wenn du halt es nicht so machst. Da muss man halt dann einfach zusammenpassen. Da brauchst du halt entweder auch jemand, der alles teilt oder halt jemand, der auch eher ruhig ist. Ich glaube, das kommt immer auf die Person an. Ich würde es jetzt nicht darauf münzen, ob jetzt jemand YouTuber ist oder Content Creator oder nicht, sondern die Einstellung muss halt passen, glaube ich. Ja, aber ich glaube, ein Content Creator versteht schon besser Ängste, Probleme und Sorgen, ne? Ja, aber ich glaube, das tut auch jeder Selbstständige. Aber es kann auch sehr nervig sein, weil halt dann jeder immer seinen Content drehen will und dann geht es immer um Klicks und Analytics und immer nur um den Job. Also das muss man halt dann trennen voneinander, glaube ich, ganz gut. Ist es ein... Ist es ein Rätsel? Ich glaube, ja. Lass mal gucken. Hatten wir nicht letztens wieder so ein Spiel gespielt, wo wir auch so ein komisches Rätsel hatten mit Wasser? Ja, das war dieses andere... Hat sich das Spiel eventuell inspiriert? Ach, das ist doch irgendwie. Am Ende ist es ein Entwickler, der 10 Spiele rausgebracht hat. Wahrscheinlich. Und sich denkt, jo, ich mach. Das ist wie. Kennst du ja bei zum Beispiel bei Aldi gibt es ja immer die Discount-Marke und das Markenprodukt. Und wenn du dann genauer drauf guckst. Ja, und wenn du genauer drauf guckst, ist aber alles ein Hersteller. Das Snickers wird überall gepresst, so, ne? Und so ist es wahrscheinlich auch hier. Ja. Ach, gut. Sehe ich, fühle ich. Das heißt, wie. Ach, guck mal, das Boot ist nicht.
Ja, aber wir müssen ja hier rüber, nein. Aber da hinten sind wir hergekommen, ne? Ja, wir müssen hier rüber. Ja. Also aber wir gucken, dass das Wasser halt aufgefüllt wird. Ich könnte nochmal drehen. Ja, was ist denn die Reihenfolge? Hier gibt es ja keinen logischen, ersichtlichen Sinn. Nee. Ich sehe ja nirgends, wo da unten was steigen. Geh mal hier rüber. Mal gucken, vielleicht sehe ich hier irgendwas. Ja, die gehen wieder zurück. Die gehen wieder... Ist das ein Zeitding? Nee. Sind wir da hergekommen? Ah, da kann ich nicht runter. Warum kann ich da nicht runter? Okay, die gehen nach einer gewissen Zeit wieder zurück. Ist das irgendwas, wo man zeitlich schnell sein muss? Oder ist es halt irgendeine Reihenfolge? Und wenn du die falsch hast, geht's... Nein, muss so schnell sein. Weiß. Super. Ab ins Boot! Ja! Ich vergessen, da hinten sind Bakterien. Ja, stimmt. Warte. Wah! Und ich mache den Nächsten. 3 Sekunden war ich drin. Bei 5 Sekunden hätte ich jetzt irgendwie Hyper. Chloritis. Hui! Ach, deswegen konnte ich da nicht runter. Hui! Kisi, Hände hoch! Jetzt wird's richtig wild. Hui! Aber guck mal, das ist zum ersten Mal actiongeladenes Pool-Level, ne? Nice. Weil sonst war ja Pool-Level immer sehr lahm. Ja. Nochmal. Nochmal runter? Ja, nochmal. Geht nicht, ne? Nö, wie soll ich denn da hoch? Wir dürfen nicht ins Wasser, ne? Sonst sterben wir wahrscheinlich. Im Wasser sind irgendwelche Gülle-Bakterien. Das ist also Pool-Level ohne Chlor. Okay. Also die Frage, gehen wir links oder rechts hoch? Hier, ich bin jetzt gerade schon da, weil da geht's ja nicht weiter. Oh, Hilfe! Ich habe auch noch eine Leiter. Geht da nicht, kann hier nicht hoch. Dann müssen wir vielleicht da hinten hoch. Never. Ne? Oh, hä? Da hinten? Ah! Wasser ist Säure. Ja, wieso können wir... Ah, doch, geht doch. Na, hier geht's. Vielleicht, weil das Boot hinten einfach zu nah ist. Ja, aber was bringt... Nee, aber hier geht's... Nee, warte mal. Hier drüben geht's aber weiter. Hier geht's nicht weiter. Warte mal, ich ruder das Ding mal weg. Ja. Also bis jetzt merke ich nichts von Bakterien. Ja, aber da war so ein Zettel. Bakterien im Wasser. Du hast hinein uriniert. Warnung. Ja, dann FCE. Nee, dann kriegst du babyweiche Haut. Also, ihr kennt ja die Korean Skin Skincare und die ist eigentlich immer mit meinem Urin angereichert. Und dann kriegst du so eine Glass Skin, wie es jeder will. Und verwendest du koreanische Skincare? Ich mach das jetzt mal. Ich mach jetzt mal so einen Langzeittest, weil die soll ja richtig krass sein. Ja, weil halt gut Chemie, ne? Je mehr Chemie drin ist, umso besser. Das ballert halt richtig schön. Let's take a looky looky. Meine Haut ist strahlend schön geworden, aber ich bin auch schwer krank. Du benutzt es? Benutzt du Kino? Nein, nein, ich verwende Skincare, klar. Aber keine koreanische. Warum? Keine Ahnung, hab mir da nie Gedanken drüber gemacht. Ich verwende aber eine relativ gute. Probier jetzt auch mal eine. Geh das runter, Kies. Bist du bei mir? Ja. Ah, ja. Ja, ich glaube, hier gibt es Bakterien. Da, geh mal da rein in die Suppe, guck mal, was da passiert. Und, ist geil? Ja, finde ich schon. Stirbst du? Kies, mir geht's irgendwie nicht gut. Stirbst du? Kies, mir... Okay, wir müssen irgendwelche... Kommst du hier wieder raus? Nein. Guck mal, hier. Da hinten kommst du raus. Schon, ja, doch, so stelle ich mir dein Sterben. So stelle ich mir dein Sterben vor. Ich schmelze. Ich glaube, du schmilzt, wenn du stirbst, irgendwie. Ich weiß auch nicht. Das kann gut sein. Oh, du siehst aber, du schwimmst wie so eine Oma. Ich bin so eine Wellness-Oma. Mir gefällt es nicht, dass wir da zum Schwimmen müssen. Nee, finde ich auch nicht so pralle. Oh Gott. Wie schwimmt man auch komisch? Ich hänge immer so halb in dir drin. Ist ganz merkwürdig. Geht schneller. Ich spüre dich von innen.
Also hier sagt jemand, ich benutze gerade Korean Skincare und ich habe das Gefühl, dass die wirklich was bringen. Also ich habe schon eine gesehen, die hat gesagt, die hat ein paar Entzündungen und Verätzungen gehabt. Ich glaube, man muss halt die richtigen Produkte finden, nicht irgendwas, das einen auf TikTok vor. Vor allem, Leute, denkt drüber. Denkt mal, passt immer schön auf, weil auf TikTok wird oft ganz viel Skincare beworben und man entdeckt auf TikTok oft nicht direkt, dass es Werbung ist. Und dann würde ich direkt einfach mal... Hä? Ist es abgestürzt? Echt? Ja. Kommst du wieder rein? Es ist abgestürzt. Ich bin einfach ausgeschmissen worden. Ja, kannst du wieder reinkommen oder Game Over? Weil ich habe jetzt gerade ein Ventil gedreht. Boah, was ist das denn? Den Restart geht ja gar nicht. Voll heftig. Jetzt mich nochmal ein. Kann ich das? Warte mal. Level neu starten? Nee, das ist ein offenes Spiel. Du müsstest es sogar finden. Wie ist ein offenes Spiel? Ich habe aus Versehen nicht privat gestellt. Das heißt, ich müsste die einfach nachschauen können? Normalerweise ja. Oh mein Gott, da hinten ist so ein Ding. Warte, ich will das auch sehen. Ja, Knu ist wieder da. Die hat gedacht, sie würde gerne mal aus dem Spiel austreten, weil ihre Nerven machen das alles nicht mehr mit. Sie ist sehr sensibel. Ja, ich bin ein sensibles Würstchen. Ist direkt weggeschmolzen wegen der koreanischen Skincare. Hier steht was. Turn them to fill the tank. Ja, aber ich habe ganz andere Probleme. Ich bin tot. Weil hinter uns so ein riesiges Monster ist. Ach ja, so, ich bin noch gar nicht da. Wie, du bist nicht da? Hä, du rennst doch hier rum. Ich bin noch am Anfang. Ja, wir sind ach ja so, auch am Anfang. Okay, ich seh's. Lass dich fressen. Ich will nicht. Okay. Guck mal, ein Tank-Ding habe ich schon gedreht. Eins habe ich schon gefüllt. Oh je. Yeah. Okay, also zu Korean Skincare. Ich hab Human Race. Das war eine Skincare. Okay. Bin ich sehr zufrieden mit. Reispulver. Beauty of Joyson oder sowas. Ganz gut. Oh, jetzt habe ich keine Taschenlampe. Man darf halt. Doch, hier liegen welche. Ja? Du darfst halt die nicht. Die kommen nicht. Ah, doch. Du darfst sie halt nicht so stark auftragen am Anfang, die sind höher konzentriert. Aber es sind echt gut. Also da kriegst du eine krasse Haut. Also ich persönlich glaube dass das alles. Doch, ich glaube schon, dass das was helfen kann. Also nicht gegen Falten. Also ich glaube jetzt so, die Creme gegen Falten. Aber ich glaube, dass es halt das Hautbild verfeinern kann, die Poren verfeinern kann. Das kriegst du aber auch mit anderen Skincares hin. Ja, ja, ich sag ja nur. Aber das, glaube ich, funktioniert. Ansonsten halt gut ernähren, viel schlafen, nicht viel Sonne, Vorsicht. Ja, Sonne ist eh der Killer. Aber wir haben ja keine Sonne. Damit du überleben kannst. Alter, das dauert ewig, das Ding zu drehen. Dreh mal noch. Ich hab gerade gefressen. Konntest du das überleben? Bitte? Keine Ahnung, das Monster ist verschwunden, das hatte ich gegessen und ist an deiner Skincare direkt explodiert. Nachdem du dir hier koreanische Atommasse ins Gesicht geschmiert hast. Oh, und Melazin oder Melazylsäure ist doch auch so gut, wie heißt es? Ich habe gelesen, also ich habe gehört, Hautarzt gehen und hier CO2-Laser irgendwie und dann richtig... Ja, da mittlerweile, ich finde es immer geil, dass immer so Laserzeug und so vorgeschlagen wird. Auch dieses Microneedling, davon raten ja, das macht Microneedling, echt? Ja, weil es nämlich die einfach die erste Dermisschicht einfach nur zerstört. Und teilweise da das Fett und das Kollagen einfach nur Löcher reinschraubt. Also es wird immer was anderes behauptet, ja, wenn ich halt immer sage, ja, Cremes sind, glaube ich, nicht so schädlich, die können helfen. Ansonsten... Achtet auf euch, schlaft gut, bewegt euch, ernährt euch gut und fertig. Mehr braucht's nicht. Genau, Retinöl, glaube ich. Ich weiß es nicht. Oh Gott. Oh, habe ich das hier aktiviert? Oh. Hier drüben ist nämlich noch eins. Ich bin irgendwie im Pilzwald gelandet. Seht mal, der. Was, bist du mein Intimbereich? Ja, ist es da so? Feucht und pilzig. Gute alte Hefe. Knus. Selbst hergestellte Hefe. Bah. Oh. Ekelhaft bist du. Wirklich sehr, sehr ekelhaft. Nein. Absolut nicht family friendly, die Knu. Retinol, nicht Retiöl. Retroöl schmier ich mir. Oh. Retiöl. Moment mal, das ist ja das erste. Oder habe ich jetzt schon magst alles voll? Magst du nicht mal wieder reviven? Ich mag zwar deinen Rücken, aber ich würde auch gerne mal wieder spielen. Ja, ja, klar, aber ich habe gerade so einen guten Lauf. Urangestimmfiltert. Na, guck jetzt, ich hole mal hier, zack. Ja, da will ich grabben. So, ich eins Club, fehlt ne? Noch. Eins, Hände, die ich angrabben. Eins brauchen wir noch. Okay. Let's go.
Am Ende werden wir leider alle irgendwie alt, ne? Genau, aber man kann das schon gut vorbeugen mit vielen. Ja, klar, Dingen. Man kann das. Ich finde auch immer geil, dass die Leute immer auch so. Teilweise sieht man jetzt ja schon 40-Jährige, die sehen manchmal noch aus wie Mitte, Ende 20, wo ich denke, ja, es ändert sich halt auch gern. Die Leute werden immer älter, man weiß immer mehr, worauf man achten muss und so weiter. Schaut euch mal von ganz früher die Leute an, wie die mit 30 aussahen. Die sahen teilweise aus wie 50, aber die hatten auch ein hartes Leben. Schon. Genau, das merkt man ja auch. Die haben auch den ganzen Tag gearbeitet. Die haben nicht und so wie du den ganzen Tag ja, hier sitzen dürfen und ein bisschen über Pipi-Kaka reden und katsching. Ja. Genau so ist es. Aber das sieht man wirklich. Das ist echt krass. Du, wenn ich jetzt irgendwo auf einer Bohrinsel arbeiten würde, 10 Stunden am Tag, dann würde ich auch fertig aussehen. Meinst du, oder in Minen oder so? Oder krieg Kinder, dann siehst du auch fertig aus. Das ist auch ein wirklich. Kinder ziehen dir die Jugend weg. Hm. Ist dann einfach so, weil du wenig Schlaf kriegst. Ja. Da musst du denen das Blut abnehmen und dann wieder ja, klar, du musst hier Adrenochrom oder sowas musst du aus denen gewinnen. Ja, klar. Dafür kriegt man Kinder. Schön wie in der Gates-Stiftung hier. Einmal durch einen Presser laufen lassen. Davor noch wie erschrecken. Wie bei den Pals. Du machst Palsaft raus. Ich komme nicht raus. So. Palsaft. Die heißen Pals, nicht Pal. Pal würde für einen Regionsbereich stehen und Pal heißt Kumpel. Die heißen Pal. Alle sagen immer Pal. Aber ich kann mir nicht vorstellen, Deutsch. Dass das richtig ist. Ach doch, das ich hat noch gefehlt. Ich bin fertig. Geil. Pal, Alter. Das ist ein Deutschen. Pal, nein, Digga. Das heißt Pal. 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 Easy, wo muss ich hin? Wieder zurück an den Anfang. Doch mal durch den Dreckspool schwimmen. Schwimmen. Ich hab voll Bock auf Schwimmen. Ich hätte wieder mal Lust. Ja, geh doch ins Hallenbad. Ja, wollte ich mal. Aber das ist mir das Wasser so kalt. Ja, das heißt auch nicht PayPal, sondern PayPal. Nee, das heißt PalPay. ich komme nicht mehr raus, ob ich verlaufen. Ich hab mich verlaufen, ich krieg die Krise. Hä, das ist doch... Kann man sich doch gar nicht verlaufen. Ich bin schon da. Doch, ich hab's geschafft. Wie, du hast es geschafft? Oh mein Gott, hier, den kannst du knuddeln. Oh. Pal. World. Pal World heißt das. Pal. Viel. Musst du das jetzt machen? Da hinten am Rad drehen, irgendwas oder? Da hinten drehen wahrscheinlich, ja. Okay. Ich warte nur, dass der weggeht. Oder war hier überhaupt was zum Drehen? Ja, der Tank ist jetzt voll. Was bringt das? Ich glaube, dass wir jetzt die Treppchen hochgehen müssen und dann irgendwas drehen müssen hier, oder? Keine Ahnung. Kann man wieder hoch? Oder dem folgen. Der nein, Leute, der ach Laden. Quatsch. Nee, sicher, war es da hinten schon. Ja, aber da kamen wir her. Ja, ja, aber irgendwie müssen wir wieder den Wasserstand verändern und dann mit dem Boot weiter, denke ich. Aber oben ist ja kein Rad. Ja, guck, das Boot, ja zack, ist aufgeploppt. Warst du vorhin schon? Nein. Ich hat sich irgendwas verändert, glaube ich. Mm-mm. Sicher? Ich geh gucken. Doch, geht weiter. Okay. Ich hoffe, ich sterbe nicht. Ah, gut. Yippie! Okay, jetzt ist hier der Fluss weg und jetzt Wasser ist umgeschifft worden. F. Ja, mach ich doch. Warte. Ah, jetzt ist es gebackt. Yippie! Schneller, Kitty, schneller. Ei, ei, meine Königin. Ich würde so feiern, wenn die das nachbauen würden und ich würde da sofort planschen gehen, ich sag's dir. Würdest du in so einer gigantischen Poolwelt? Ja, fände ich schon geil, wenn ich auch wieder rauskommen darf. Yippie! Boah, Alter, und tot. Aber wirklich, oh, dein Gesicht hängt halt einfach. Hä? Ich bin Matsch. Ja, du bist gerade ordentlich gebackt gewesen. Ey, wir schön sind gestorben, weggematscht. Ne? Ja, wir sind gestorben. Wir müssen noch nicht rein. Wir wurden richtig gematscht. Einfach runterjumpen, ne? Nee, echt? Geht das? Nicht. Ja, ich bin nein, das ist doch so ein super Mega-Geländer. Mann, ich hab das vorhin gemacht. Koreanisches Geländer, kannst du nicht runterspringen. Hm. Okay, aber wo müssen wir dann hin, wenn ich da? Da ah, ist so eine Leiter. Dann, genau, deswegen dachte ich mir schon, die Brücke war da zu irgendwas gut.
Da dachte ich mir doch, dass eigentlich die Brücke zu was gut gewesen wäre, meine Freunde. Geht doch länger, als man erwartet, ne? Ja. Okay, stopp. Stopp. Ja, alles gut, alles gut. I don't wanna die. Was gibt's hier so? Oh, die stürzt ein, nice. Oh, hier gibt's wieder ganz viele Räder. Ich hab's gewusst, dass es eine Fake-Brücke ist. Kann sein, dass ich dich hier verbrauche, ne? Hm. So, zack. Bei dem muss man richtig schnell sein. Ich kann die anderen gar nicht mit. Nee, dann gibt's eine Reihenfolge. Weiß dann fängt's hinten bei dem einen an. Ja. Oder was? Nee, auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Warum geht's jetzt nicht mehr? Du hast es kaputt gemacht. Oder sauber! Ich hab's vielleicht schon geschafft. Kann das sein? Geh mal hier hoch. Was ist denn hier? Platsch, 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 platsch. Ich habe eine Lampe. Ist da rüber? Ach, kann es sein, dass ich dann hier hoch muss? Ja, hier und rum und dann wahrscheinlich auf der anderen Seite. Oder wir müssen es beide so hin und her, ja, Ping-Pong-mäßig machen. Oh, ich glaube, da geht es einfach nur lang jetzt. Ja, ja, du kommst auf die andere Seite, da sind auch nochmal welche. Okay, lass mal gucken, weil dann jump ich nämlich nochmal runter. Was ist, wenn man nicht zu zweit ist? Das muss man dann auch irgendwie schaffen. Wahrscheinlich, ja, kann man wahrscheinlich auch immer hin und her rennen, aber ich glaube, zu zweit ist ja, natürlich. Ja, und ich muss es hier auch nochmal schaffen. Und jetzt ist es ja fertig. Ja, und jetzt? Ah. Yes. Soll ich mal weiter schwimmen? Ja, geh weiter. Ich bin ja eh unwichtig, ne? Ja, das stimmt doch gar nicht. Du bist doch da. Im Geiste. Ja. Oh, ich werde zurückgelassen. Ich sehe dich wegschwimmen. Cool. Goodbye. Ich sehe dich jetzt wirklich davon. Now you're just somebody that I used to know. Somebody. Jetzt bist du ein Körper, den ich verwendet habe. I used last night. Now you're just a body that I used to know. Now you're just a body that I used last night. Last night. Was auch passt zu dir? And you tried your best, but you don't succeed. Das ist mein Leben. Ja, das ist mein Leben. Guck mal, du schwimmst ja wirklich traurig weg, während ich hier im Pool verkrüppelt liege. Ich sehe nur so einen Haufen Matsch. Der liegt hier im Pool. Get what you want, but not what you need. Das stimmt leider auch. When you feel so high and you can't sleep. Ich weiß gar nicht mehr, wie sich Schlafen anfühlt. Just try to fix. Ey, ich hatte in München auch so Pech. Ich habe natürlich das Zimmer erwischt. Das winzig war, das ist nicht so schlimm, aber direkt neben dem Aufzug. Oh, scheiße, du. Ich sag dir, ich hasse Hotels teilweise, wenn ich irgendwie auf Kampagnen bin. Entweder die Leute rammeln an dem Zimmer, sie streiten, sie schnarchen. Oder letztens der größte Skandal unter meinem Kackbett war ein benutztes Kondom. Ich dachte, ich raste aus. Holy shit. Und es waren schwarze Haare auf dem Bett. Und zwar so kurze, also so von Armen. Da wird richtig gerödelt. Ey, und dann bin ich halt echt hin und hab gesagt, Leute, das ist halt schon echt hart eklig. Und es war ein Kotzespritzer komplett an dem Klo. Und wenn ihr mal in einem Hotel geht, woher weißt du aber, dass es Kotze ist? Weil das so, also es war erstens mal ein Hotel, wo ich dreimal hintereinander sein musste innerhalb eines Monats wegen einer Kampagne. Und da wurden immer viel Partys gemacht. So für Kongresse. Und dann ist mir aufgefallen, dadurch, dass halt an der Seite keine Fliesen waren, sondern immer eine weiße Wand, dass dort überall so orangene Spritzer sind. Nee, richtig auffällig. Und auch am Klorand. Und dann denke ich mir, ja gut, es wird ja niemand gegen die Wand kacken. Deswegen nehme ich mal an, dass das jemand, ja, was soll ich sagen? Das ist halt Strullerspritz. Nee, das sah schon anders aus. Und also, sass. Wo muss ich denn hin? Ja, keine Ahnung, weiter. Spring da runter. Oh, es lädt. Jetzt müsstest du wieder kommen. Oh, wieder so ein Tank, den wir füllen müssen. Ey, das Spiel. Dabei diese merkwürdigen Geräusche. Ja, ja. Ich bin Hotelgast. Was war das jetzt? Oh, nee, ich dreh durch. Ich bin tot. Oh, nein. Ah, was? Oh, mir geht's nicht gut. Warum bin ich jetzt gestorben? So viel wegen der Säure. Ist das Wasser giftig? Ah ja, guck mal, da schwimmt was drin rum. Da ist Hotelwasser. Hm.
Die Kotze-Spritzer. Na, spring mal rein, da kann ich auch mal wieder ein bisschen spielen. Na, lass mich mal schön auflösen. So. Genau, deswegen, also ich bin bei Hotelzimmern. Ich finde es immer geil, man ist ja immer so. Also, so bin ich zum Beispiel, dass ich halt immer schon ungern jetzt Leute von meinem Eis schlecken lasse, außer es irgendwie mein Partner. Boah, das mache ich gar nicht. Nee, genau, mach ich nicht mit meinem Partner. Oder halt Leute beißen von meinem. Was? Pff, nee. Niemand rührt mein Eis an, aus Prinzip. Na. Oder aus einer Flasche trinken. Nee, ist nee, nee, nee. Futterneid war? Nee, nichts mit Futterneid. Ich mag es einfach nicht. Auch so aus einer Flasche trinken, aus einem Becher trinken, jeder hat seinen eigenen Kram. Echt? Ja. Nicht überhaupt nicht. Also, ist mir echt egal. Also, nee. Wenn ich schon meinen Speichel abschlotze, nee. Dann kann der auch. Na, das nee, ist nee, nee. Das ist beim, geht bei mir nicht. Nee. Okay. Jedenfalls, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Du willst schlotzen, ja, weiter. Was hast du gesagt? Wo war ich denn stehen geblieben? Genau, und in Hotelbetten und in Restaurants isst man ja auch von den Gabeln, die 1000 Menschen schon in der Straße ja, aber haben. Da muss man halt darauf vertrauen, dass sie halt sauber sind. Lauf, da kommt ein Vieh. Lauf! Oh, sorry. Oder auch in Hotelbetten, wo alle geschnackselt haben und du schläfst da drin und du weißt ja auch nicht, wie es gereinigt wurde. Ich bin sowas von tot, glaube ich. Da oben war noch ein Ventil. Ich bin direkt dran vorbeigelatscht. Psst, hey! Boah. Boah, wenn du einmal die Bakterien berührst, bist du direkt RIP? Nee. Ich gehe jetzt in das Loch hier rein. Oh, es kommt was. Aber ich habe doch ein Rad gefunden. Mann, du Schwein! Ich habe auch noch irgendwo eins hier. Das sind, glaube ich, wieder vier Hotel oder fünf. So, ne? Aber ich sag ja nur, deswegen. Das ist immer interessant. Es ist deswegen, ich glaube, das ist immer so ein bisschen, es ist immer schön, wenn man nicht weiß, was ist, oder das zeigt uns, dass es besser ist, wenn man gewisse Dinge einfach nicht weiß. Ja. Weil dann erträgt man sie. Meine Haare riechen so gut nach dem Öl, nachdem ich die immer einrieche. Riechen die gut. Schnitzen. Ich mir schön den kleinen Bob. Hat aber auch eine ekelhafte Atmo. Irgendwie so. Ja, finde ich auch so unangenehm. Guck mal, da bin ich. Ah, das hast schon Ventiliert. Nee, mach das, ich war noch nicht fertig, oder? Nee, ist durch. Okay, weil ich wurde danach zerfetzt. As you can see. Ja, da lagen so ein bisschen. Hallo. Standardbrocken rum. Hallo. Entschuldigung, Leute, ihr sollt schon in Hotels gehen. Ich sag's ja nur. Bloß kein Schwarzlicht. Da drehst du durch, wenn du das machst. Noch einer fehlt. Ich hasse es einfach, wenn ich nicht schlafen kann, weil irgend. Oder auch letztens, da haben Leute so laut diskutiert über ihre Kackbeziehung. Ich wäre am liebsten rübergegangen, hätte gesagt, trennt euch bitte einfach und lasst mich aber schlafen. Aber wenigstens diskutieren sie. Naja, aber über so einen Scheiß auch noch einfach, echt. Und da kann ich auch noch alles mithören. War spannend wenigstens. Nein, es war voll die blöde Kacke. Ich immer so, teilweise war ich schon so genervt, dass ich dann irgendwie einen von den Parteien dann auch zugehört habe, zugestimmt habe. Ja, jetzt übertreibt er ein bisschen, jetzt übertreibt sie ein bisschen, ja. Dann ist es immer was war denn das Problem der beiden? Generell, dass sie irgendwie genervt war, dass er immer nicht an sein Handy geht. Er meinte, er geht dabei arbeiten. Sie meinte aber, er verheimlicht ihr was. Dann meinte er, sie muss ihm ja auch vertrauen. Dann ging es irgendwie darum, wer mehr im Haushalt macht. Ja, das ist der Klassiker. Das ist wirklich der Klassiker. Wer macht mehr im Haushalt? Super wichtig. Ja. Prinzipiell wollen da alle immer recht haben. Das ist immer so dieses alte Duell. Ich arbeite so viel mehr als du. Ja, ja. Himmel. Oder Gott, ja, wenn Nachbarn sich streiten. Hey, früher habe ich in einer Wohnung gewohnt, da ist dann anscheinend einer, weil der hat irgendwie, da haben wir die Polizei gerufen, weil er seine Frau so zusammengeschrien hat. Und dann ist der vom Balkon runtergesprungen aus dem zweiten Stock. Das war jetzt halt echt nicht ohne, ne? Und hat so irgendwie dann, ist dann irgendwie abgehauen in die Dunkelheit, dann haben sie doch noch erwischt. In die Dunkelheit? Ja. Shadow Man. Oh shit, ich glaube, ich bin tot. In der Kanalisation hat sich von Rattenkadavern ernährt. Dieses Level ist so ätzend. Ach Mann, ich will da hinten hin, aber ich weiß nicht mehr, ob da was ist. Eins fehlt noch. Bist du tot? Ja. Eins fehlt noch, aber wo? Party gefeiert. Boah, ja, da musste ich auch letztens so lachen, haben welche so laut Party gefeiert. Das war echt unverschämt. Dann hat einer rausgeschrien, ey! Schnauze! Ich muss morgen arbeiten! Und die waren tatsächlich voll geschockt, weil es hat so gehallt, dass die alle rein sind und richtig Schiss hatten. Richtig geil. Ich so, yay! Das ist geil in so einem freistehenden Haus. Im Endeffekt kriegst du nichts mit.
Ja. Hä, wo ist denn hier noch was? Weil hier geht's dann auch wieder da in dieses komische... Ja, da war ich aber schon. Da ist... nichts. Und da haben wir aber auch schon eins gedreht. Das hier habe ich auch schon gedreht. Und hier geht's ja auch wieder nur in diesen Pilzbereich. Oh, da kommt hier das Monster, aber der kämpft da halt schon ab, ne? Das aber da ist nichts. Ey, wenn er aber einmal dich gerochen hat, ne, dann will er dich. Siehst du hier ein Ventil? Spielst du eigentlich The Last of Us 2 Remake? Ja. Und why? Kein Leben. Das ist schon lang, oder? Das ist schon das Alte schon gespielt, oder? Ist klar. Das so krass besser jetzt? Nö. Du merkst keinen Unterschied. Weil die andere war ja schon so krass, die Grafik. Ich hasse auch immer noch Abby. Echt? Klar, kann die voll nicht abhaben. Also, ich verstehe jetzt auch nicht, wieso sie Joel so brutal umgebracht hat, aber... Weil sie eine böse kleine F ist. Naja, aber wenn jetzt jemand irgendwie einen Teil deiner Eltern einfach in einem OP erschießen würde, jetzt überleg mal, wenn du dir mal die Situation von Abby... Ja gut, Joel hätte... Ja, wir spoilern aber gerade was. Was ist auch nicht gerade... Genau, cool. Vorsicht, Spoiler, meine Freunde. Schon erzählt, aber hey, Vorsicht, Spoiler. Ja, das passiert direkt am Anfang. Vorsicht, Spoiler, meine Freunde. Ja, aber vielleicht kennt ja jemand... Ey, wo ist denn das Ding? Ist das hinter diesen Säulen? Wo ist das denn? Oder ist das irgendwie unter Wasser? Muss man da tauchen? Ein guter Punkt. Ich würde das nicht. Siehst du da was? Ich sehe nichts. Nee, ich auch nicht. Ich sehe generell wenig. Also ich finde, das war jetzt kein Spoiler. Also wer das Spiel jetzt mal wenigstens 10 Minuten geschaut hat, weiß es doch. Ja gut, Joel hat sich da schon falsch verhalten. Er hat den Arzt einfach umgenietet, so. Und genau, wir wissen ja, wie schwierig medizinisches Personal zu finden ist. Nicht mal das, ich meine, sondern eher unter dem Aspekt, jetzt stellt ihr euch mal alle vor, es bricht ein tödlicher Virus aus, an dem wir wirklich alle Zombies werden und umbringen. Und es gäbe einen Menschen, der eventuell die Heilung sein könnte oder wie im Spiel die Heilung ist. Ich glaube, dass viele Leute wollen würden, dass die Person die Erlösung für alle quasi... Ja, aber wenn es mein Sohn wäre, würde ich auch da drin Amok laufen, sagt sie. Ja, aber sie sagt ja selber, sie will es. So, und dann, erstens mal ist die Erlösung nicht. Und dann erschießt die auch noch deinen Vater. Also, weißt du, dann würde ich auch Rache wollen. Also, ich glaube, das Spiel lehrt einen halt ganz gut. Egal aus welcher Perspektive du schaust, bist du einfach voll Hass. Und deswegen haben Kriege oft auch keinen Sinn. Weil dann bringst du die Familie von A um und dann bringt die Familie B wieder A um und B wieder und A wieder B und so weiter, weil der Hass immer weitergeht. Es endet nicht. Und ich finde, das war voll genial beim Spiel. Das hat einem nochmal so die Augen geöffnet. Es gibt's doch nicht. Wo ist das? I don't know. Hier schreibt einer im Wasser, wo es tief ist. Ich war jetzt im Wasser, wo es tief ist. Da ist nichts. Hier ist auch und nichts. Ellie tut ja dem Kreis dann am Ende auch durchbrechen, diesen ständigen Rachekreis. Wisst ihr, was ich meine? Und das war schon echt gut. Ich mochte den Teil, auch wenn viele ihn scheiße fanden. Na, scheiße finde ich ihn nicht. Ist immer noch ein gutes Spiel. Ich finde nur... Ja, dass sie Joel halt auch so haben, so dumm. Das war einfach dumm. Das war einfach... Das war unnötig, das war einfach, klar. Nee, also... Ja, die Art, wie er halt gestorben ist. War einfach dumm. So früh, ne? Ja. So hätte sich Joel auch gar nicht verhalten. Und dann muss noch Neil Druckmann ihm in die Fresse spucken. Das war einfach so ein typisches... Ich muss provozieren mit Gender-Scheiß. Ja, man kann ja irgendwie Gender-Kram reinmachen und sagen, guck mal, mir ist jede Randgruppe wichtig oder so, meinetwegen. Aber immer diese dumme, plumpe Art. Damit schürt man nur den Hass. Was meinst du damit, Gender-Scheiß? Ah, es war wieder nur eine... klar war das eine Gender-Debatte, das kannst du nicht ignorieren. Auch, dass Abby designt war, bis sie designt war, irgend so ein Steroidmonster. Ja, allein die Sexszene mit den beiden. Welche Sexszene? Ah ja, Owen heißt er, wo sie dann gevögelt hat. Hat man ihre Brüste gesehen, das war ja auch richtig. Weiß ich gar nicht mehr. Das weiß ich gar nicht mehr. Ey, ich weiß nicht, wo das Ventil ist. Ich auch nicht. Ja, ich bin schon wieder tot. Also ich denke mir, ich muss halt sagen, eine
eine Abby und eine Ellie nehme ich mehr ab, dass sie in der Apokalypse leben, als jetzt eine Lara Croft, wie wir sie früher kannten. Eine Abby in der Apokalypse? Wo findet ihr ihren Steroidkram? Das nicht, aber ich glaube, wenn ich jetzt voll mit Zombies wäre, würde ich auch nur noch trainieren. Ich würde zwar nicht so aussehen, weil ich keinen Stoff nehme, aber ich wäre definitiv. Ja, voll jetzt der nicht Gorilla, das Mädchen. Ich würde halt definitiv auch trainieren und eher mehr Muskeln haben, als jetzt dann irgendwie zu gucken, dass ich eine Hotpants passe und ein schlanke Teil hier habe, das meine ich. Ist ja genauso wie dieses Phänomen, dass Frauen in Videospielen immer hässlicher werden, ne? Eigentlich werden sie nicht hässlicher, sondern sie werden eher, wie soll ich sagen, männlicher. Ich habe mir jetzt auch letztens irgendwas, habe ich auch was zugesehen, dass zum Beispiel kaum noch ein Staturunterschied ist zwischen Mann und Frau in Videospielen. Da habe ich gedacht, ey, aber das machen sie wirklich ja oft einfach, wie bei Link. Also Link ist ja eigentlich eher was auch seine Figur, dass man ja eher sagt, sie wollen es halt einfach so ein bisschen neutraler halten. Weil ich schon finde, dass der halt... Ja, aber Link hat auch kein realistisches Aussehen. Nee. Finde ich. Link ist halt so ein Zeichencharakter in meiner Wahrnehmung. Ja. Ey, ich finde das Ventil nicht. Keine Ahnung, wo es ist. Das ist wieder so eine Stelle im Spiel. Irgendjemand hat geschrieben, im tiefen Wasser. Ich hab da nichts gefunden. Geh mal da tauchen, da kannst du rein. Ich find da nichts. Okay. Schaut's ganz genau hin. Boah, das sieht man aber auch echt. Ich glaube, dass es wirklich hier ist und es mit Absicht gemacht, dass man das so schlecht sieht. Psst, hey. Das wäre schon sinnvoll. Nee, ich kann ja, diese ganze. Am Ende ist es halt wie mit Filmen, ne? Also, das ist halt ähnlich. Ich kann diesen ganzen Gender-Kram halt auch nicht mehr tragen. Ist mir einfach... Entertainment ist wichtiger als irgendwie eine Belehrung. Oh shit. Ich geh duschen. Komm nicht nach. Ah, da ist es. Ich hab's. Wo? Das ist das Ventil. Hä? Das hattest du doch schon. Das ist deins, wo du gestorben bist. Meinst du? Ja. Jetzt spiegelt sich ja nicht. Ich hab's. Hä? Wir haben's. Das hast du doch schon gedreht. Nein, bin gestorben. Ja, aber ich konnte es nicht auswählen. F, einfach nur F. Nee, ich glaube, das ist vielleicht einfach nur, genau, vielleicht war es ein Bug, weil ich bin dann gestorben, ich hab's jetzt gedreht. Oder es ist einfach, du warst in einem anderen Pool, weil es gibt, glaube ich, zwei, links nein, und rechts. Nein, nein, es gibt keine zwei. Ach. Nein. Schweig. Da, du gehst in die falsche Richtung. Andere Richtung. Da, du bist da, da. Ja, ich bin komm tot. Komm ich denn da hoch? Nein, da durch den Tunnel. Okay, Negative Nancy. Ey, ich schwör's euch, ne? Ich bin ja dahin, das hatte ich schon. Jetzt da die Treppen hoch. Du lügst! Doch! Bin ich bescheuert. Jetzt hier wieder just raus. Just gonna stay there and watch me burn. That's alright, because I like ja, die Story von The Last of Us war schon... Ja, schon allgemein, wenn man mal ganz ehrlich ist, ist sie auch gar nicht so gut, ne? Im Endeffekt, Frau prügelt Typen zusammen, andere Frau will andere Frau zusammen prügeln. Das ist eigentlich ich auch so fand, genauso, ich fand zwar zu lang, aber ich fand, wie gesagt, diese Message, wie es halt meinte, diese ständige Rache A zu Rache B und es hört nicht auf. Ich fand am Ende ist halt interessant, was sie mit mir gemacht haben, und zwar, dass ich es wirklich nicht übers Herz gebracht habe, dann das zu tun, was man hätte vielleicht tun können. Also das dieser Endfight hat mir echt wehgetan. Boah, ich hätte Abby so gerne kalt gemacht. Na, mich nicht. Ich hab irgendwie, ich fand irgendwie... Ja, am Ende hat sie noch so ein bisschen die Kurve bekommen, aber sie war eine egozentrische... Das schon, Göre. Aber ich muss halt sagen, unter dem ganzen Aspekt, wenn ich mich in die Rolle einfach hineinversetze, verstehe ich beide Seiten. Beide wollen einfach nur blinde Rache. Das war, glaube ich, die Message. Die ja, aber Abby war auch menschlich davor. In den Rückblenden war sie jetzt nicht so der tolle Mensch irgendwie. Ja, halt mal besser ausschmücken können. Also ich glaube manchmal, ich weiß nicht, ich bin krank, ja. Ich habe manchmal das Gefühl, und das nervt mich, wenn Spiele in die Länge gezogen werden. Ich finde, es gibt so viele Spiele, die wären um 100 Mal besser, wenn sie kürzer und knackiger wären. Ja, Assassin's Creed, Valhalla, Gott, war das furchtbar. Das habe ich gar nicht weitergespielt. Das war furchtbar, Gott, ich fand das so ätzend. Allein die Kampagne, glaube ich, geht 60 Stunden oder 70 oder sowas. Ja, ist endlos. Außer endlos. Es ist Baldur's Gate. Ey, Keys, Baldur's Gate, bitte. Das würdest du dir so gefallen. Das ich habe für sowas wirklich leider keine Zeit.
Doch, hast du. Nein, hab ich echt nicht. Dann mach, ja doch, dann machst du halt mal eine 6-Stunden-Aufnahme aus 6 Folgen. Ah, das ist auch so durch. Das mag auch niemand mehr sehen, glaube ich. Na klar. Geht's hier überhaupt weiter? Wo gehe ich hin? Manche spielen es 10-mal durch, weil alles so ja. anders ist. Hier geht's gar nicht weiter. Hättest halt mit mir ein Paar Bogen gespielt. Zu dritt ist auch nochmal ganz anders. Mal, ne? Hier sind wir her. Genau. Dann geht's vielleicht hier weiter. Ich glaube auch. Also ich werde beides gerne, wenn ich es privat durchgespielt habe, auch nochmal durchspielen. Mit anderen Charakteren. Und so. Ich spiele privat gar nichts mehr. Ich schon. Abends im Bett bis 1 Uhr morgens. Ja, Luxus. Nee, ja. kann ich gar nicht. Im Endeffekt bin ich jetzt schon eh wieder viel zu spät im Bett, weil ich muss damit rechnen, dass um 5 oder 5:30 ein kleiner Mann an meinem Bett steht und sagt, Papa, gefunden. Was hast du denn gefunden? Mhm. Monster Trucks. Oh. Komm mit. Süß. Es ist süß, aber es nervt auch. Muss man halt fairerweise sagen. Ja, klar. Aber wenn es dann nicht mehr passiert, vermisst du es. Und denkst du auch, weißt du noch, wie er früher an unserem Bett stand und uns an den Füßen gezogen hat? Aber er kann jetzt halt Licht anmachen. Das ist richtig ätzend. Oh je. Ballert dir einfach das Licht an. Du schläfst. Wie bei so Kindern, die haben dann so einen neuen Skill erlernt, ne? Ist wie so ja, ein Gamification. Ich hab eins Rad. Ich hab auch eins. Das Problem ist halt, während wir Alten so erst zu uns kommen, ist so, oh, ja, was ist? Ja, bist du wach? Ist eher wirklich so, bumm, ich bin da. Der wirklich, der kommt zu sich und sagt, Feuerwehrauto. So wacht er auf, Feuerwehrauto. So geil, ne? Das ist für wenig Sorgen, man noch als Kind hat. Ich hab noch eins. Was ich richtig süß finde, ist, wenn er dir was erzählen will und 1000 Wörter im Kopf hat. Und dann kommt nur so, Mam, Pap, Mama, Pap, Mam, Feuerwehr, Mam, guck, Feuerwehrauto gucken. Weißt du, da kommen süß. Alle Wörter auf einmal irgendwie ins Gehirn geschossen. Süß. Das war Jutta. Ich hab jetzt schon 2 gefunden und du? Ich hab auch schon 2. Fällt nur noch 1, ne? Oder sind es 4? Nee, ich glaube, es sind immer 5. Ja, da hinten ist schon das Kackmonster. Nee, es fehlen sogar noch 2. Ich muss mal kurz ins Wasser. In the water. In the water. Du hast nicht richtig gedreht. Guck mal, hier kann man sich doch unten durch. Bist du so unten durchgeschwommen? Ja, bin ich auch. Nee, das ist... Hast du erwischt. Ich muss sagen, das Pool-Level zieht sich jetzt schon ganz schön fies. Oder was meinst du? Gnu, bist du wieder abgeschmiert? Ist Gnu abgeschmiert? Gnu! Hallo! Tja. Gnu ist nicht mehr da. Die hat wieder einen Totalausfall. Echt jetzt? Ist sie weg? Gnu! Die drückt sich wieder vor der Arbeit. Aber ein Tank fehlt noch. Da ist sie doch. Was macht sie denn da schon wieder? So, I'm back. Hä? Wie, was war's jetzt? Was hast du jetzt getrieben? Ich habe einen fetten Raid von Rezo bekommen. Ich muss den Leuten Hallo sagen. Kannst ihn auch gerne mal Hallo sagen. Die Hallo. Rasten gerade alle aus. Ihr kennt Hallo. Mich doch gar nicht. Ihr wisst doch gar nicht, wer ich ja, bin. Ja, genau. Stell dich mal vor. Mein Name Rezo ist Jürgen. Ich sammle kleine Kastanienmännchen. Also wenn wir hier Gamer in den Rezo-Chat haben, dann kennen die Keystroke. Keystroke kennt jeder. Ich bin Underdog. Ja, bin Underdog. Also Keystroke, du bist schon so lange dabei. Ich glaube, es gibt niemanden, der dich nicht kennt. Also... Ne? Ja, guck mal. Also wenn es Gamer gibt, dann kennen die dich, der OG. So, das war's. Während du halt dich bejubeln lässt,
von den Gamern da draußen habe ich gearbeitet. Stimmt doch gar nicht. Dankeschön. Ich muss die nur alle herzlich begrüßen. Mann. So. Ja, und ich versuche gerade Keystar auch zu überreden, dass er mit mal Palworld weiterspielt, weil ich habe jetzt das Tutorial durch. Guck, ich habe dich erzogen. Du sagst jetzt endlich Palworld. Dankeschön. Ja, Palworld. Wirkt man gleich intelligenter, ne? Ja. Mich gleich erhaben. Damit bist jetzt schon klüger als 90% der Menschen da draußen. PayPal. So, das musst du nur noch PayPal lernen und dann hast du es gepackt. Dann kannst du PayPal richtig glänzen auf der nächsten Studentenparty. Ich sag PayPal. Du bezahlst Paul? Ich sag für dir seine nicht Dienste oder was? Ey, ich sag PayPal. Wer sagt dir nicht PayPal? Ich PayPal. Bezahle Paul. Ja. Doch nicht PayPal. Nein, nicht Paul. PayPal. PayPal, nein. PayPal, das heißt aber PayPal, ich schwör's dir. Nein, das heißt PayPal. Es heißt Oh, hier ist aber Giftwasser. Ja, was jetzt? Guck mal, die sagen es alle wie ich. Ach, PayPal. Boah, kann man da hochnehmen, man stirbt. Uff, geschafft. Ich bin dead. I'm dead. Oh, da treibt mein Körper. Du treibst ohne mich weg. Ja, klar. Tschüss. Voll traurig, now ne? Now you're just somebody that I used to know. Somebody. Richtig traurig, wie ich so einfach weggehe, ne? Somebody. Ja, ist eigentlich echt traurig, der Song, ne? Du bist jetzt jemand, den ich mal kannte. Das ist halt Beziehungsende, ja. Aber eigentlich schon krass. Du verbringst Jahre deines Lebens mit einer Person und dann ist sie einfach irgendjemand, so den du mal kanntest. Ja. Du tust deine intimsten Momente mit einem Menschen teilen und danach juckt diese Person. Sag mal, bin ich überhaupt richtig? Das frage ich mich auch jeden Tag, wenn ich aufwache. Ich kenn das Feeling. Ich hab nur richtig Herzwummern. Oder wer ist da drüben? Nee, da sind wir ja hergekommen. Wo geht's denn jetzt weiter? Mehr. Dreh mich mal, kann ich mich drehen? Ich guck mal, jetzt siehst du mich wieder. Ich bin wieder da. Ah, ich sehe dich wieder, ja. Wie ging denn das? Ja, das ist so ein Bug beim Boot. Ein Bug beim Boot. Jetzt fahre ich mit dem. Ja, echt? Ja? Ja. Mhm. Ja, aber guck mal, von da hinten sind wir doch gekommen. Ja. Ja, die Leute feuern hier Subs raus. Ja, voll. Brauchen wir denn noch irgendwie? Ich finde, das Pool-Level zieht sich gewaltig. Ja, ich finde auch, dein Boot ist voll mit Wasser. Eigentlich soll es gar nicht mehr schwimmen. Ich sag ja, Spiele kürzer machen, knackiger, ist immer besser als in die Länge ziehen. Ich sag's ja, PayPal sagt's auch immer. PayPal. PayPal. Aber meine Mutter sagt immer PayPal, deswegen ist es PayPal. Der eher noch PayPal, das sagen die Leute eher, aber PayPal sagt eigentlich niemand. Things gone home with the PayPal. Guck mal, und da hinten sind wir. Wir müssten irgendwie, das muss so steigen. Dass das Wasser hier hochgeht und da hinten können wir weiterschwimmen. Also haben wir da unten irgendwas übersehen. Guck mal, ich spreche PayPal richtig aus. Guck mal, hier fehlt noch eins. Ja. Ich bin da. Der oh Tank mein ist Gott. Nicht ganz voll. Ja, dieses Game macht mich fertig. Ich kürze dieses Level so runter im Video. Ich sag's dir, du. Oh, bei mir gibt's alles Uncut, Leute. Da könnt ihr die ganzen Ausschweifungen von Knu mitbekommen. Wenn ihr Knu so richtig Uncut erleben wollt, ne, müsst ihr bei mir reingucken. Alle peinlichen Momente. Uncut Knu. Pepsi. Der ganze Charme, alles in einem Video. Ja. Ich schwimme jetzt erstmal. Weil voll viele sagen halt auch Palworld. Ja. Was auch gar keinen Sinn ergibt. Ich sag auch Palworld. Aber halt hier waren wir doch schon, Kies. Ja, aber es fehlt ja auch noch eins. Nein, ich will das der nicht Tank akzeptieren. Der Tank ist nicht ganz voll. Du, mein Tank ist immer ja, voll. Ja, es ist Pal, wie Bezahlfreund. Ja, Pal. Aber auch nicht PAL. PAL ist eine Länderregion damals gewesen für DVDs und Videospiele. Das war PAL. Ich hasse dieses Level und ich habe keine Taschenlampe. Ja, Fehler. Ich bin überfordert. Da war ich schon. Hier ist wieder das. Okay. Ja, Leute sagen, Knu, lass alles drin. Wir wollen... Ja, hier habe ich geholt. Aber ich mag es nicht, wenn man so lange rumgeiert und nicht weiterkommt. Das kürzt sich schon raus. Also wenn ich an Stellen nicht weiterkomme, dann tue ich das schon so cutten, dass es fließend wird. Mich nervt es, wenn er dann so ewig eine Stunde rumrennt und ich weiß, was nicht. Ja, aber welches Ventil fehlt denn dann?
Das haben wir ja. Oder kannst du das da drehen? Vielleicht habe ich wieder so einen Bug. Schon geguckt. Geht nicht. Wie viel ja, aber wir es geht ja nicht um das grandiose Gameplay, sondern um die lebenserleuchtenden Dialoge. Deswegen gucken die Leute das ja. Die wollen ja... Diese lebenserleuchtend finden. Klar, die wollen sagen, oh cool. Nur ist scheiße. Weil er fährt voll viele Sachen über Knus. Persönliches inneres Leidwesen. Tut man das? Schon, man hat jetzt auch was über deinen Urinfetisch erfahren. Ist doch auch mal was. Es stimmt halt überhaupt. Du erzählst immer nur Lügen. Du hast gesagt. Leute belästigen mich dann damit im Stream. Das gleiche wie mir Marise und Maxi sagt, die werden ihr Leben lang geschickt werden. Ja, hier stehen noch bald TikTok-Clips, wenn du nicht aufpasst. Kann ja nichts dafür. So, hier ist eine Rutsche, da muss ich doch rein. Ich glaube, kein Mensch. Ich glaube, oh, da hinten ist so eine Kante, die kann man voll leicht übersehen. Ich glaube, da ist es. Aber ich werde jetzt belästigt von diesem komischen Baktus. Ich guck mal, ob hier irgendwas geht. Eventuell. Oh, ich habe noch eins. Hattest du das schon? Scheiße. Auch schon. Ich glaube, ich habe das letzte. Hier hinten ist noch so ein komischer Bereich. Da müssen wir noch 20 Mal das machen. Nee, dann reicht's. Oh, ich bin tot. Das ist einfach nur ein leerer Raum. Cool. Und das Vieh kam direkt zu mir, weil ich in seine Pilzhöhle gegangen bin. Hm, weißt du nicht, wann das nächste Chillers Art Game rauskommt? Im Wochentakt, oder? Gefühlt ja schon. Ja. Die sind aber bei mir auch immer so ein bisschen Hit and Miss. Mal mögen die Leute das mal gar nicht. Und ich fand das letzte eigentlich in diesem verlassenen Haus ganz cool. Das war eigentlich ein besseres. Aber es kam auch nicht so gut an. Bei mir auch nicht. Ich verstehe es auch nicht, Leute. Ich verstehe eure Watch-Sicht nicht manchmal. Zu viel Content war da drin. Die wollen mehr so 40 Minuten Pool auf- und ablaufen. Das finden die halt geil. Also ich finde hier nichts. Ich bin lost in space. Ja, aber jetzt bist du solo unterwegs. Du musst hinkriegen. War seid ihr ein Paar? Ja, schon seit 40 Jahren. Ich etabliere das jetzt. Okay. Dass wir immer so als Pärchen eingeladen werden zu Events. Oh Gott. Ich find's nicht kies. Da. Ja, ja, da nicht da rein in die Suppe. Na, hier lang. Ja, da lang. Da war ich schon da hinten. Ja, ja, geh mal weiter. Ich werde verfolgt. Da waren wir auch schon. Da waren wir schon. Wo war denn nochmal? Ich war doch eben in so einem großen Poolraum. Ja, da war ich auch schon. Ja, aber da ist noch, da sind noch Ecken. Könntest du noch weiter. Was ist, wenn man da die Leiter da hochgeht gegenüber? Also die Treppe? Da, Treppe war hoch. War ich auch schon. Da waren wir gerade. Okay, dann geh mal zum Anfang und dann in die andere Richtung. War ich auch schon. Meinst du hier? Ja, hier. Ja, ja, hier. Außer kann man tauchen? Nee, da habe ich nichts gefunden. Hier drüben war so eine kleine Spalte, aber auch nichts. Aber jetzt geh mal in die Richtung. Ja, da wurde jetzt gerade... Ja, da. Geh mal da rein. Das hast du schon, das Rad? Ja. Glaube ich zumindest. Guck dir das mal an. Ja, guck dir das mal an. Da war das Vieh mal drin. Geht das? Nee. Dann, F, ne? Geht ja. Nicht. Dann geh mal zu dem, was du eben angeleuchtet hast, wo du gesagt hast, das hast du schon. Ich glaube, eins von denen hatten wir nicht, ne? Das da hinten mache ich jetzt mal. Weil da drüben ist noch so eine Pilzgrotte, aber da ist nichts drin. Okay. Ich habe zumindest nichts gesehen. Okay. Sind das die Backrooms? Ich glaube, die Backrooms sind mittlerweile viele Gesichter, ne? Das könnte sein, dass das hier... Ja, ja! Das war's. Oh my gosh! Ey, finally. Boah, okay, Keys, we got it. Jetzt musst du wieder zurück. Ah, hier. We got it. Jetzt müsste das Wasser so hoch sein, dass wir da durchschwimmen können. Kannst du häkeln? Ja. Sagt nämlich immer, bester Kon... Ah! Egal, es passiert trotzdem. Bester Content zum Häkeln. So. Ja, das ist ja auch nichts, wo man jetzt so konzentriert zuguckt und denkt, oh, wie spannend. Und nebenbei halt hört... es fehlt immer noch eins. Nein. Sicher? Sieht nicht voll aus, das Ding. Oder hat es es nicht gespeichert? Nee, ist nicht voll. Weiß ja nicht. Ist nicht voll. Aber dann hat es nicht gespeichert vielleicht. Vielleicht, ich gehe jetzt da nochmal hin. Bleibst du oben? Auch noch mal. Ja, ich bleib mal oben. Dann kannst du ja vielleicht sehen, ob da irgendwas passiert. Ja. Aber ist ja easy, wir wissen ja, wo es ist. Ey, du musst mit, ich kann nicht alleine runter. Ihr klettert eh nicht weiter. Oh my goodness. Oh my damn. Zum Stricken probiere ich mich gerade an der Socke. Süß.
Schon voll meditativ gewesen. Jetzt gehst du wieder raus? Das war auszusehen. Hör doch auf, mich zu beobachten. Ach, Knu. Jetzt stecke ich fest. Ja, jetzt bist du für immer gefangen. Ich hol das jetzt. Okay, ich warte auf dich. Süß, toll, wird nebenbei gebastelt. Der Typ belästigt mich. Was macht der eigentlich gerade alle? Genau, fragen wir mal unsere Chats, was sie gerade machen. So, ist wieder rein. Der Typ war okay, nämlich da. Okay, ich komm. So, was macht ihr gerade alle nebenbei eigentlich? Also hier, der Chat sagt, wir konnten, dass Mod er extrem sein. Konzentriert zuguckt. Lesen. Spiele Sims 4. Palworld. Dankeschön. Häkeln. Kacken. Umplanen. Im kacken. Bett sitzen. Basteln. Schminken. Süß. Genshin zocken. Süß, die zocken nebenbei und hören uns bei unserem Geschwister. Ja, sag ich doch. Keiner guckt das hier an. Leute, zeichnet mit Papa essen. Ihr schaut uns wirklich nicht konzentriert nein, zu. Nein, nein, das Urlaubs guckt keiner. Warum echt, warum, die hören das, die warum denkst, warum, Podcast ja, warum aus? Denkst du, warum Podcasts auch so beliebt sind? Wir nennen wir unseren Podcast... Ja, dann kann ich ja künftig einfach so tun, als würde ich spielen. Periode 2. Schule lernen. Ich gucke nur zu. Roblox. Ist ja witzig. Ich sag's dir doch, das guckt sich keiner konzentriert an und denkt so, oh geil. Ey, ich bin schon wieder am Hochklettern, ne? Du musst hinten mitkommen. Ich bin irgendwo gerade in einem Polensteck fest. Warum machst du sowas? Ja, ist schon fertig. Okay. Mann, Negative Nancy. Nee, jetzt, da kriegst du, also bei Knu brauchst du echt Geduld. Sonst komm, kriegst du ja Zustände. So, warte. Mandy schaut konzentriert zu. Ja, wenigstens eine. Wenn ich mit Mandy spielen würde, wären wir ey, schon zweimal durch. Bestimmt schon. Ich bin jetzt tot. Echt jetzt? Und ich hänge jetzt irgendwo ja in der Dark Zone. Bitte nicht. Oh, Gott sei Dank nochmal Glück gehabt, junge Frau. Yippie, wir haben's. So, wie geht man jetzt hier nochmal zurück? Hier hoch und dann voll kompliziert. Yippie. Bin hier schwer krank und friere mir einen ab im Keller. Ach guck mal, bei Rezo wurde auch nur zugehört. Interessant, ihr nutzt uns als Podcast aus. Dann müssen wir eigentlich künftig während den Gameplays Themen diskutieren, wenn es so lange ist. Ich will für Palworld perfekt machen, Kiesi. Ein paar Tiere quälen und dabei ein bisschen über Veganismus reden oder sowas, ne? Genau, so der Pals, die kannst du ja auch schlachten. Plopp. Ich komme, Kies! Was suchst du da, Kies? Keine Ahnung, hier rüber glitschen. Müssen wir da nicht hier hin? Ist eine Treppe. Oh, eine Superrutsche. Ja! Oh, ich hab, ey, darf ich euch mal eine Geschichte erzählen? Ich hatte Durchfall und bin gerutscht. Nein, ich bin einmal unter einer ganz schlimmen Rutsche in Spanien runtergerutscht. Und neben dem Aspekt, dass ich während ich runtergerutscht bin, keine Luft bekommen habe, weil mir das ganze Zeug ins Gesicht geflogen ist, war ich danach so mit Wasser gefüllt, dass es nicht aufgehört hat, rauszukommen. Krass. Ja, wirklich. Das war so unangenehm. Ich war auf meinem blöden Handtuch und dann wurde noch von den zwei, die mit mir dabei waren, kommentiert, warum denn mein Handtuch so nass ist. Ich bin doch eigentlich schon trocken. Oh, ich war volles Mann. Kamel. Ich hatte auf einmal eine dritte Brust. Du hast Stories, ne? Oh, ey, das überleg, was für ein Pressure das war, dass ich so gefühlt war. Da hätten Menschen in der Wüste eine Woche überleben können. Oh mein Gott, ich rutsch gelb. Ist das richtig? Bin weg. Sagst du mir? Keine Ahnung. Rot? Nee, mach gelb. Aber. Es ist schwarz, ich warte auf dich. Okay, ich komme aber nicht rein. Ich will da nicht, ich kann da nicht rein. F, ne? Ich geh jetzt in blau. Ach, weil du da drin bist. Ach so, witzig. Cool. Oh, oh nein, Bälle. Ah! Kies, guck. Guck dir an, Elefant. Findest du was geil? Sehe ich süß die aus. Dinger sind ja übelst unhygienisch, ne? Ich weiß. Machst du es mir schon wieder kaputt, Mann. Ja. Oh, schön. Der Boden. Oh, wer von uns hatte nicht so einen Boden? Echt, du hattest so einen? Oh, ich hatte so ja, einen nicht. Nee. Ich was? Psst. Warum? Keine Ahnung. Ich hatte sowas halt nicht. Hä? Immer. Boah, das ist ja riesig, das Update. Den. Das ist Kindheit. Gott, was ist das für ein Lied? You must be tall. Du kannst ja nicht reinkissen. Doch, guck. Die Musik. Boah. So wie SpongeBob. Das ist wie hier Tiny Tim oder wie der hieß, ne? Ja. Have a wonderful day, living in the sunshine. Had a wonderful time. Das war richtig gestört, seine Musik. Wow.
Wow, Kies! Das ist ja ist das Copyright Music? Ich hoffe nicht, deswegen rede ich jetzt drüber. Guck mal, ein Glowstick. Jetzt gehen wir. Oh, Sperm Hunting. Nee, jetzt gehen wir. Finde das Sperma. Gefunden! Ich kann die so richtig Mic droppen. Ich nehme mal die Glowstick. Ah, hier ist noch ein Glowstick. Unterschiedliche Farben. Oh. Glowy, glowy, glowy. Kann es sein, dass wir irgendwie was spielen müssen? Das sind ja auch diese Motive. Hast du dir eigentlich gemerkt, was auf dem Fernsehen drauf war? Muss man nicht, ne? Ja, hier habe ich gelben, grün, es wird nur noch blauer. Disco. Fiebertraum-Disco. Oh, jetzt haben wir vier Glowsticks mit unterschiedlichen Farben. Was? Nee. Kann es sein, dass wir die irgendwo hier auch... Sehen wir vielleicht mit den passenden Farben irgendwelche Dinge, die wir ohne die nicht sehen? Nee. Kann die hier droppen, ne? Oh, das ist echt eine Fiebertraummusik. Boah. Wo bist denn du hin? Hier, don't turn around. Hier. Boah, die Musik macht mich wahnsinnig, ne? Don't turn around, da ist ein Ballon. Guck mal, da vorne ist eine Notiz. Oh Gott, die Musik ist wirklich gruselig, ne? Wir brauchen Geschenke, Augen, Regenbogen. Was steht hier? Oh, Bowling. Übertraum. Okay, wir sehen Dinge nur mit dem richtigen Stick. Mhm. Und diese Dinge müssen wir da irgendwie hinbringen. Okay, grün auf grün. Die Musik ist ein bisschen wie bei SpongeBob Living in the Sun. Oh Gott, ich sing dir was vor und du sagst mir, ob du das Spiel kennst, okay, Keys? Okay. Behind of the door and he is coming to find all alone. Keine Ahnung. Oh, was? Loonies. Ach so, Moment. Das kenne ich sogar irgendwoher. Loonies is behind the door and he is going to find. Aber ich weiß es gerade nicht. Madison. Ah, ja, stimmt. Boomer. Ah, hier, Kies, komm, die Treppe hoch. Kies, hier wird's gruselig. Ist da oben was Gruseliges? Ah, da müssen wir jetzt hier nur Sachen finden. Oh Gott, Hilfe, Kies. Das ist so ein Fiebertraum. Welches Hütchen wählst du denn? Bitte das voll gern umschneiden. Oh, der Kuchen. Guck mal, hier ist ein Regenbogen. Jetzt leuchtet er. Ja. Warte mal, ich guck mal, ob da unten sich irgendwas verändert hat. Müssen wir die mit der richtigen Farbe irgendwie anleuchten? Ja, mit der richtigen Farbe. Aber welche ist die richtige? Ich probier mal rot. Blau. Okay, warte, ich probier mal blau. Okay, mit blau leuchtet der, ja. It's blue, aber was sagt mir das jetzt? Ja, unten ist so eine Anzeige, die sich füllt. Also ich habe jetzt den Glowstick da hingelegt, ist das korrekt? Weiß ich nicht. Geh mal runter und guck. Ja, ist... Okay, dann musst du den Glowstick den passenden davor hinschmeißen, damit die leuchten. Kies, kommst du mit? Hier ist dunkel. Ich bin doch schon weiter. Right, just kidding! Was mit dir? Ja, es singt ja gerade. Oh, shit. It's your day. Ist eigentlich gar nicht. Eigentlich müssten wir Geburtstag, müsste man eigentlich die Eltern feiern. Oh Gott, ich bin tot. Oh, ich hab's gehört. Oh nein, ich weiß schon, was da ist. Okay, eigentlich müssten wir unsere Eltern dafür belohnen. Weil sie uns auf die Welt gepresst haben. Ja, eben. Und weil sie sich halb umbringen, damit wir leben, ne? Ja, genau. Da ist jemand gerade gelaufen. Oh. Mundmann. Aus deinem Stick. Schon ein bisschen dunkel hier. Ja, aber da war nichts drin. Oh Gott, shit.
Es ist so dunkel, das ist ja richtig kacke. Ja, du musst immer die Glowsticks auch so durchwechseln. Ja, ja, du siehst sie nur beim richtigen Stick. Ach so, echt? Mhm. Ja, aber wir haben doch den Ding vorhin auch so ein bisschen gesehen, den Regenbogen. Ja, dann. Das ist auf jeden Fall der Partyman. Das ist wirklich furchtbar hier, ne? Fun. Ja, jedes Level ist eine pure Tortur. Ja. Fiebertraum. Ja. Ich weiß gerade nicht, warum ich so lange überlebe. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass die alle... Weil ich kann ja nicht mal mit der Kackmaus durchscrollen, weißt? Psst, hey! 1, 2, 3 immer drücken. Ja, aber ist ja nervig. Ja, geht jetzt. Da ist der Regenbogen wieder. Okay, also bin ich im Kreis gelaufen. You're day, la lucky. Na, du kannst ja auch sterben, dann kann ich mithelfen. Ja, warte. Vielleicht finde ich hier noch einen. Also muss man eigentlich theoretisch überall mal so durchwechseln, hier durchlaufen. Ja, blau brauchen wir ja nicht mehr. Für jede Farbe nur eins. Taschen. So. Und den nächsten, dann töte ich mich jetzt, dann kannst du auch mitsuchen. Ah! Oh mein Gott, Entschuldigung. Der hat dich auch nicht genascht. Nee, der hat mich verschlungen. Boah, die Musik macht mich irre. Gelb ist ein Auge, rot ist ein Geschenk. Und grün Luftballons, okay. Na, blau brauchen wir ja nicht mehr. Boah, die Musik, sie hört sich so nett an, aber die Hintergrundmusik ist so bedrohlich. So, dann brauchen wir noch grün, gell? Rot, gelb, grün. Green. Grün habe ich schon, das war vorne das erste. Gut. Taschenlampe gibt es natürlich nicht, ne? Damit wir die Monster nicht sehen. Nee, klar. Was ist da drüben im Billardzimmer? Gibt's da was? Vielleicht ist da auch eins. Nee. Voll erschrocken. Sorry, Leute. Sorry. Das war mit Rot hier überall durchlatschen. Können wir die blöden Räume auch markieren, wenn wir was... Oh, hier gibt's... Ah, da ist ja das, okay. Und das ist halt übel geil, wenn die auch solche Kopf drin hätten. Boah, ich finde nichts. Kann doch nicht so schwer sein. Maybe. It is. Oh, das ist immer eine Doppeltür drin, wie beim anderen. Das wäre halt episch, ne? Es war aber auch ein relativ großes Symbol. Ja, und vor allem war halt eine Doppeltür drin in einem Raum. Das war ein Raum in einem Raum. Ah, ich hab's Geschenk. Was war das Geschenk nochmal? Rot, glaube ich. Ich geh gucken. Cool. Ja, es fehlt noch Auge und Balance. Oh shit, ich bin tot. Ja, die Musik hat aufgehört. Oh oh. Oh oh. Blöde Stern. Das sind so groß. Die Musik ist einfach nur geil. Neuer Wecker. Glaubst du, sie ist Copyright? Oh, ich hab's Auge. Yay. Das Auge war gelb. Geschenke sind grün. Ballons sind grün. Bis die Ballons noch. Wo sind die? Das sind die halt wirklich hier. Irgendwo auch an der Wand. Ja, super. Toll, Kies. Toll. I did it. I did it. You did it. Kies, you did it. Kies, you did it. Schön, oh nee, das ist jetzt einer von vier. Oh. Schlüssel? Ja. Das heißt? Naja, wir brauchen noch drei weitere Aufgaben. Was weiß ich, was da noch alles kommt. Guck, hier drüben ist so ein Automat irgendwo gewesen.
Hier. Hier können wir noch weiter. Hier ist so ein Automat. Das muss der hier oben rein. Okay. Was ist jetzt? Jetzt sind wir wieder hier unten. Keine Ahnung, er ist unten. Each area has a key to put in here. Oh mein Gott, das sind jetzt noch viel mehr. Nein, nein, weil die anderen sind ja, haben ja keine Farbe. Einer ist ja gelb, blau, rot, grün, die anderen sind ja dunkel. Ja, komm mal zu blau. Vier Bereiche. Was ein gestörtes Update. Ja. Und das warten ja noch Level, oder? Ist das nicht das letzte? Ich glaube, dass das noch jetzt das Ende ist, oder? Ist keine Ahnung, keine Ahnung. Guck mal hier, Böller. Firework! Oh. Puff. Firework. Dann gehen wir mal. Mich erinnert es gerade die ganze Zeit an Puppy Playtime hier. Gott, das ist ein Fiebertraum. Okay, wir müssen ihnen irgendwas ins Auge werfen. Keep the thing clear. Ah, hier oben, oder? Hey. Bist tot. Ich hab zu lange gebraucht, da oben ist ein Auge gewesen. Aber, warte mal. Warte, da oben ist doch das Auge. Ja. Und? So, jetzt mach das zu, jetzt mach das nicht mehr auf. Das heißt, vielleicht geht jetzt die Tür auf. Die Tür ist offen. Ja, nice. Müssen wir jetzt hier Augen finden und die wegböllern, oder was? Ja. Oh mein Gott. Ich hab eins. Okay. Oh Gott! Ich bin tot. Oh shit! Ich auch! Oh mein Gott! Alter, wie heftig ist das? But you don't succeed. You get what you want. But not what you ja, jetzt rennen die hier alle rum, oder wie, oder was, oder was, oder wie? Nee, ich glaube, du knallerst, komm. Scheiße. Das gibt's doch nicht. Kies. Kies, die wollen mich. Lauf, Kies. Sie sind alle bei mir. Kann es sein, dass wir leise sein müssen? Keine Ahnung. Ich glaube, wir müssen leise sein. Die hören uns, ne? Und das hören die auch, deswegen sind es ja die Knaller, ne? Ich verstehe. Kommen die alle. Lauf weg, schleich weg. Schleich weg. Kann ich nicht. Sehr gut, ruhig und durch, der hat mich nicht gesehen. Die laufen wirklich nur zu den Böllern. Ich glaube, wenn du gehst. Was ist das hier? Happy Birthday. Happy Birthday to you. Ja, was soll ich hier machen? Na, aus die Gamescom, Leute. Das sind Zuschauer. Hier was böllern? Mhm. Ah, hier. Nice, du. Ist noch einer, oder? Aber. Ja, die haben. Oh, jetzt kommen sie rein. Super. Im Schlaghosen an. Aber was sollen wir denn hier machen? Einfach nur die Dinger zerbomben, oder? Ja, steht ja da drei. Drei Stück. Augen. Da haben wir doch jetzt. Haben wir doch jetzt alle, oder? Wir müssen uns hier noch irgendwas öffnen. Oder eigentlich müssen wir wahrscheinlich diesen Schlüssel finden. Ich glaube, es ist jetzt die Tür offen. Ja, aber ich glaube, dann geht das hier auf. Du hast recht. Da ist gleich noch eins. Warum haben die jetzt mich gesehen? Hey, die haben mich geteabaggt. Wurde geteabrötet. Oh, sehr gut. Immer schön vorne Latz. Waren das jetzt alle? Ey, die sind gierig. Ja, aber die Tür. Ist offen? Ja, die Keep Clear, wo du gerade warst. Nicht da, wo ich jetzt war. Wie viel Uhr ist eigentlich im Spiel? 2 Uhr. Ich sag dir, das ist ein Fiebertraum. Wo spawnen die eigentlich, dummen Dinger? Kies! Ich bin schon wieder tot. Die sind auch schneller als ich, ne?
Wir wollen auch nur dich. Ach, wenn du Musik ausgeht, stehen bleiben. Easy. Jetzt verstehe ich das. Ich habe den letzten gefunden, by the way. Geil. Und wenn die Musik aufhört, stehen bleiben. Wo soll man denn das herwissen, ne? Ja, das ist Reis nach Jerusalem. Die wollen alle auf deinen Stuhl. Mann, warum immer ich? Hä? Ich hab mich nicht bewegt. Stopptanz. Was meint ihr mit Stopptanz? Ich hab nicht gestimmt. Ich hab gelogen. Egal, opfer du dich, ich weiß, wo das letzte ist. Ach, die nennen die Stadtreise nach Jerusalem. Stopptanz. Warum immer ich? Ich stehe doch nur da. Peace. Weil ich der Hübsche von uns beiden bin. Das hast du jetzt aber mit sehr viel Selbstvertrauen gesagt. Kacke. Konzentration? Du hast keine mehr? Ich hab keine mehr. Ich hab nur einen genommen. Das schaffe ich. Ach gut, da ist noch einer. Zwei noch. No, die kommt da raus. Ich hab noch werfen wollen. Ich bin die Frau Klu. Ja. Oh, das ist mein halbes Türkenleben. Und vom Tisch. Die gehen immer zu mir, ne? Ja, die riechen dich. Ey, es gibt's nicht, ne? Das ist wirklich. Oh. Frauengold. Oh, es sind ja noch zwei. Da oben ist noch eins. Heißt das Frauengold? Toll. Scheit. Right, my friend. Ah, ich muss da nochmal rein. Das sind zwei und beim einen musst du wahrscheinlich länger gedrückt halten. Ich verstehe nicht, wie wir denen entkommen. Gar nicht. Die hören uns vielleicht durchs Reden, kann das sein? Nee, glaube ich nicht. Weiß jemand, wie man denen kommt? Knuder vorwerfen, schreibt jemand. Ja, das funktioniert ja auch. Ja. Boah, ich habe keine Ausdauer. Ey, es gibt's nicht. Blösi hilft uns. Blösi, nee, das ist... Eigentlich stehen bleiben, dachte ich. Kann ich, geht's unter den Tisch. Ja, früher war es unterm Tisch. Guck mal, die können mich jetzt nicht holen. Geil, Kies sind bei mir, weil ich unterm Tisch bin. Du hast alle Zeit der Welt. Na, hoffentlich. Ja. Ja, easy, die chillen bei mir. Jetzt kommen sie zu dir, zwei Stück. Der Rest ist jetzt, kommen alle drei zu dir. Stell mich mal wieder hier hin, vielleicht kommen sie nochmal zu mir. Versteck dich jetzt unterm Tisch. Hab's, letzte Auge. Ist die Tür offen? Ich bin tot. Aber vielleicht ist die Tür offen. Nee. Echt? Es gibt noch mehr Augen? Mhm. Uff. Jo, wie viel? Nein! Aber dann weiß ich nicht wo. Ich glaube, immer wenn Musik ausgeht, müssen wir uns verstecken, ne? Hier hat's auch Tische. So, dann geht die Musik aus, dann verstecke ich mich hier. Ja, verstecken wahrscheinlich. Aber du musst so ein Auge finden. Hast du Böller dabei? Ja. Okay, jetzt verstehe ich's. Hat ein bisschen gedauert, aber hey. Gerade, geh mal geradeaus. Da in dem Raum. Ist da noch ein Auge? Das an der Wand habe ich schon abgeworfen. Will mich halt nicht verstecken, ne? Jeiz! Ja,
ist abgeworfen. Seine Decke ist auch abgeworfen. Ist keins mehr, oder? Aber gehen die anderen Türen noch alle auf? Ja, aber geh nochmal ganz hinten rein, ob da irgendwas ist. Geh da hoch, die Rampe. Die Rampe die hoch. Rampe? Ja. Ist da noch was? Nee, ne? Mittags, ja, ne? Ja. Also, ah doch, da hinten in der Ecke ist eins, oder? Ne, ist ein Ballons. Ne. Da muss doch in einen anderen Raum gehen. Ah, da geht's auch nochmal rein. Und Schlüssel. Ah, das hat sich geöffnet. Ich hab's. Ja gut, dann müssen wir jetzt eh raus. Okay, ich komm. Ich weiß halt nicht, ob ich sonst den Schlüssel wieder hab, weißt. Alter, das Lied kriege ich nie wieder aus der Birne. Davon werde ich heute Nacht träumen. Wir werden halt alle davon träumen. Warte kurz. Ich bringe gleich wieder die Musik aus. Komm schon, Spiel. Oh, die Musik hat sich aber auch geändert, ne? Oder? Die Musik geht nicht mehr aus. Ja, sie singt auch nicht mehr. Was geht das eigentlich hier auch auf? Ja, aber da war ich drin. Da war ich drin. Du kannst es wieder raus. Oh mein Gott. Ich liebe Backrooms so sehr, aber nicht, wenn man spielt. Und vor allem um 6 raus muss. Oder eigentlich um 5 raus muss. Du Arme. Scheiße. Ja, Mann. Nee, die Tür ist nicht offen. Nee, wir müssen wieder ins Hauptding. Die geht nie auf. Ja, ich sitze hier krank im kalten Keller. Na, ist nicht gut, Kies. Nee, ich riskiere mein Leben für dich. Was bekomme ich dafür? Geld. Naja. Jetzt stopft es da doch rein. Wo bist du eigentlich? Da. Ja, wieso noch ein bisschen nach rechts. Rein? Geht nicht, wie denn? Einfach nach rechts bewegen, ja. So, nächste. Zartrosa. Ich mag aber das Level am meisten, das ist cool. Ja, wegen der Musik allein schon, ne? Sagst du. Lieber an alle, die auch so viel raus müssen. Ja, weil es einfach so Psycho ist. Ich mag das. Noch knaller. Boah, das ist bestimmt sowas, wo man sich auch nur unter Tischen verstecken muss und durchkommen muss. Ja, I feel it. Fernseher. Oh, wir müssen eine Kassette finden und dann in den Fernseher schieben und den Anweisungen folgen. Ah. Die Balance kannst du zerpoppen. Okay, warum? Da ist vielleicht eine Kassette drin? Ich hab eine. Eine Kassette? Ja. Bei dem Ballon? Nee, die war irgendwo oben drauf. Dann komm. Ey, ist so geil, wie der Typ hier einfach ausrastet beim Singen. Ballons. Die hier. Grün. Grün? Ja, grün. Okay. Nur grün, nur grüne. Ja, was ist, wenn du eine Farbschwäche hast? Dann fängst du wieder von vorne an. Ich hab grün. Warte, immer noch grün. Gelb. Ah, warte. Gelb, okay. Gelb. Grün. Ja, grün. Grün, ja. Warte. Grün. Gelb. Ah, grün, gelb. Grün. Du musst nach der Reihenfolge machen. Also, du machst jetzt einmal, grün. Genau. Ja. So, jetzt machst du grün, gelb. Und dann wartest du. Grün, gelb, blau. Grün, gelb, blau. Ja. Grün, gelb, blau, rot. Wir knallen heute. Ja. Grün, gelb, blau, rot, rosa. Boah, hier ist kein rosa, im Moment. Oder pink halt. Da, hier ist grün. Einer bei mir. Oh, die gehen nicht. Grün, gelb, blau, rot und dann hier pink. Ja, hast du. Hier bei mir ist einer. Ja, ich muss erstmal die anderen alle haben. Guck mal. Achso. Jetzt sind alle wieder da. Grün. Oh nein, das ist falsch gemacht. Oh, grün. Ja. Grün, gelb. Grün, gelb. Ja. Wahrscheinlich grün, gelb, blau, nehme ich mal an.
Ja, grün, gelb, blau. Ja. Yes. Grün, gelb, blau, rot. Ja, aber fehlt denn hier Ballon, oder? Rot? Nee. Rot ist doch hier, oder? Hab ich schon. Rot hab ich schon. Okay. So, und jetzt kommt nochmal grün, gelb, blau, rot, pink. Ja, Moment. Hier ist pink. Yay! Okay, jetzt sind wir hier durch. Schlüssel. Hier ist der Schlüssel. Yay! Okay. Ich mag den Boden, aber ich werde niemals meinen Kindern so einen kaufen, weil ich ihn irgendwie auch frustrierend finde. Ich finde Teppich ekelhaft. Ja, außer mag so Teppich ein gar nicht. Und oh, selbst das nicht. Cool. Ich bin kein Teppichmensch. Was? So ein schöner, kuscheliger Teppich unter einer Couch? Wann kuschelt man denn mit dem Teppich? Ja, gar nicht über die Füße. Kann man sich schön dran reiben und... Ja, ist doch geil, die Radadis. Nee. Teppiche sind Dreckfänger. Wir haben ja auch Tiere. Ach so, okay, ja dann. Brauche ich nicht. So, dann let's do the last Unicorn! I'm alive! Ich habe letztens Fairydale Cats angeschaut und die sagen extra in der Vorschau, dass Fairydale Cats kein Kinderfilm ist. Meine Mutter hat mich. Oh, meine Scheiße, das darf ich anschauen lassen. Ich war einfach nur fertig. Ich finde auch das letzte Unicorn ganz schön brutal. Das Unicorn. Kennst du dieses Felicitas? Oder wie das ja. hieß? Mit diesem Katzenritual geworden? Genau, Fairydale. Das heißt so? Heißt das nicht ja. Felicitas? Nein, Fairydale Cats. Echt? Fairydale Cats? Ja. Ah, ich hab schon ewig nicht mehr gesehen. Ja, I did it in a balloon, so they want to find it. Okay, also ja, aber müssen wir einen Ballon poppen. Ja, und dann kommen schon die Viecher, das wissen wir nicht. Boah, die Musik macht mich irre. Das wollen die auch, es macht so Spaß, ey. Das ist so erfrischend. Da rennt einer mit einem Ballon rum. Ja, Vorsicht. Oh shit, ich muss mich verstecken. Ich kann nicht da! Bist du tot? Ja, der hat mich mitgenommen. Gute Nacht an alle! Ebenso ein Teppich für die nackten Füßchen, wenn du aus dem Bett kommst und ins Flauschige rein dippst. Geil. Okay, lauf. Hier nur, wenn du so auf dem Arsch haust und dann wegrennst. Hinter dir, die kannst auch poppen, ne, am Tisch. Echt? Ja, Alter, alle. Boah, was ist denn das jetzt? Die Musik geht ja gar nicht mehr. Kommen wir nicht durch. Das ist geil. I'm just kidding. Ey, ich komme nicht mehr weg. Ja. Ich komme nicht weg. Ist das so gewollt? Ich glaube, du musst einfach chillen, oder? Guck mal, ich geh. Oh, du bist zu laut. Muss? Nee. Boah. Das ist echt fies. Ja, aber glaubst du nicht? Ich weiß, dass ich nee, ich glaube nicht, dass es hier drin ist. Ich glaube auch nicht. Ich glaube auch nicht. Wahrscheinlich wie der letzte, wo ich eben war. Deswegen ist das Spiel wieder so hochgedreht und so schwierig geworden. Wie der dich oder nicht? Mich und ich war unterm Tisch. Tot. Das heißt, die Musik ja auch ausgeht, oder nicht? Ey, ich sehe wieder nur weißes Bild. Ach shit, da warst du vorhin auch, ne? Hier. Ja. Kannst drauf gehen, ich sehe nur weißes Bild. Achso, okay. Boah, das Update hätte ich nicht gedacht, dass es so vernichtend ist. Ne? Okay.
Okay, ich habe den gesehen, der ist in diesem Essraum. Aber eigentlich kannst du den hinterherlaufen, dürfen dich nur nicht sehen. Aber hinterher gehen, nicht rennen. Ja, du hast den Ballon gesehen, oder was? Ja, der war in diesem Essraum da hinten. Bah! Oh shit. Ah shit, da ist er ja. Da ist er hinten in dem Essraum, wo ganz viele sind. Das war ja so gemein. Auch weißen Bildschirm. Warte. Okay, der Raum. Ja, hast du gesehen? Da stehen halt alle. Ja, ja, da stehen aber auch wirklich alle. Ja. Okay, lass es uns probieren. Als ob! Hier, den der rennt. Da steht halt auch einer direkt drin, ne, in dem Raum. Ja, ja. Ne, im Essraum ist kein Ballon. Echt? Nö. Kann ich sagen, wen die hier gerade sehen? Also sind jetzt alle, es sind zwei im Essraum. Ballons. Nein, nein, nur zwei Monster. Okay. Oh shit, wie gemein. Oder es ist halt, oder die fallen halt auch rein. Hier. Ich hoffe halt nicht, ne? Aber wahrscheinlich schon, ne? Man kann sie bloppen. Ja, und im Essraum sind halt auch sehr viele, ne? Kommen aber auch nicht wieder, ne? Wenn sie mal verploppt sind, spawnen keine neuen. Ja. Putz, 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 putz. Jetzt ist es im Essraum, ha? Huh? Ja. Weil die anderen sind jetzt nicht wieder gespawnt, die anderen Ballons. Ey, ich war doch unterm Tisch. Ach, Mann. Mann. Nochmal. I hid it in a balloon, so they wouldn't find it. Ja, guck, die sind weg. Die spawnen auch nicht wieder. Hab die hier zerploppt? Die scheinen mit reinzuzählen. Sehen die dich oder sehen die mich? Nö, ich bin noch nicht da. Boah, die hören das sogar, wenn du dich zerballerst. Ja, ja. Ich hoffe, wir hören halt auch den Schlüssel, nicht, dass der da irgendwo liegt. Ne? Keine Ahnung. Diese gierigen Ballonsöhne. Fein. Ich hab ihn! Nice. Dann zurück. Hab ich ihn eingesammelt? Hä, wo ist er hin? Er ist auf jeden Fall rausgefallen. Ich hab ein Schlüsselgeräusch gehört. Aber er ist nicht im Inventar. Ich bin tot. Obwohl. Ich lebe noch. Aus dem Weg! Aus dem Weg! Oh, lauf, 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 lauf! Oh Gott, die laufen hinterher! Jai! Boah! Oh Gott! Oh, we did it! Sehr gut, Kies! Mein Gehirn ist aber auch jetzt echt tot! Ja, ich bin auch Matsch! Jetzt kommt noch ein Level, oder? Am Match! Ich weiß es nicht! Das Spiel ist jedes Mal ein richtiger Gehirnbums! Mein Arzt hat mir auch verboten, das eigentlich mit dir zu spielen. Besonders hat er gesagt, nicht mit Gnu. Alles, nur nicht mit Gnu. So, und jetzt? Oh. Schlüpf. Ja, siehst du, jetzt kommt das richtige Hardcore-Level. They know the way out of there. Follow them. Die mit dem roten... Ach, guck mal, die haben so einen Glowstick. Was haben die in der Hand? Eine Taschenlampe. Hier.
They know the way out of there, follow them. Also die mit der Taschenlampe. Ist wieder so ein Wegrennding, oder? Ach, guck mal, hier ist wieder der Tunnel, Kies. Wo bist du? Ja, wo ist der Tunnel? Hier. So, hier, wo die Tür ist. Hier, guck mal, hier ist der Tunnel, da kann man raus. Hier. Ja, aber, hä, hier geht's doch weiter. Guck mal, hier, dem soll ich folgen. Ja, ich will nur kurz hier gucken, dass wieder der Tunnel. Ich bin schon, ich folge schon so einem Chef. Na super. Ist er jetzt einfach ohne mich gegangen? Ja. Ihr Schweine. Der ist weg. Ich bin hier. Oh, shit. Und, lebst du noch? Nein! Boah, ich bin auch tot. Wow. Das heißt, wir müssen schleichen, ne? Ich bin da gerannt. Nee, nur an den Stellen, wo er uns zeigt, dass wir schleichen sollen. Boah, geil, Fiebersaft habe ich hier gefunden. Okay, Taschenlampe ist da. Ist da! Let's go. Guck, das ist der Typ. Der nette Mann. Okay, ach so, wir müssen dem einfach alles nachmachen. Ja. Yeah. Okay, und jetzt schleichen. Wenn du wartest, wartet der auch? Nee. Nö, der rennt einfach weg. Okay. Flashbang. Jetzt rennt der. Jetzt schleichen. Wäre gut, wenn wir sterben, nächstes Mal zusammen loslaufen, weil ihr habt ein bisschen Delay dadurch, dass ich hinten hänge. Okay. Oh shit, ja, genau das meine ich. Bin tot. I hope you are still alive. Glaub gehen, ne? Follow the guy with the flashlight, my friends. Ich mach alles, was er macht. Süß, wie er da schleicht. Das ist schon geile Typen, ne? Wir zwei. Ah, süß. Kinda cute. Oh, da ist einer. Ich bin hochkonzentriert. Noch ist er am Schleichen, der Mate. Kiesi, Kiesi, Kiesi. Jetzt macht er gleich wieder Bub und schleicht. Jetzt machen wir ein bisschen ASMR in der Zeit. Erzähl den Leuten irgendwas Leckeres. ASMR-Kuchen backen. ASMR-Kong-Baus essen. Oder am besten Dumplings. Schön gegart und weich. Und innen drin extrem fluffy. Mit einer köstlichen Soße. Ich glaube, sowas würde gut ankommen, wenn du Kochrezepte und Essen beschreibst mit ASMR. Es gab ja schon Leute, die das nackt gemacht haben. Aber ich glaube, es wird nicht funktionieren, weil die Küche ist ja laut und dann musst du ja genau zuhören. Aber ich glaube, da Kochen sehr laut ist, würde das tschüss. Nicht klappen. Das hast du sehr gut gemacht. Boah, es geht noch weiter. Jetzt so mit Walkie-Talkies und alles. Alter, was ist das für ein Riesen-Update? Letzte Level, my friend. Woher weißt du das? Von Mr. Likey. Weil ich schon gesagt habe, ich breche den Scheiß ab und der sagt, nein, Girl, halt euch. Nee, Girl. This girl, she got iron. Oh Gott, wir müssen jetzt studieren. This girl, she got eye. Aus der Kamera? Sure. Soll ich ein Foto von dem machen? Willst du jetzt Instagram machen oder was? Okay, wir müssen genau das fotografieren, was die Kamera uns zeigt. Bro. Lass mich hier Wasser trinken, weil ich kurz vor Nerven zusammengebrochen bin. Hast du gehört? Du musst schon mal das fotografieren. Ja, eigentlich dann dich, oder? Ja, witzig. Ach so, das ist lustig. Das ist ja eine süße Runde. Das ist cool. Aber ich glaube, du bist da ganz irgendwie gefahren. Okay, Kies. Show me your mobile. Wow. Da geht die Party.
Wir sind zu weit unten. Ah, wir müssen hoch. Das müssen wir, glaube ich, stoppen. Wir müssen ja in der einen Etage, in der jetzt... Also wir müssen gucken, dass wir... Hier oder was? Oder in der blauen. In der blauen, glaube ich. Was war denn jetzt die erste... Die erste war Selfie. Dann runter, genau, dann die gelbe. Die gelbe, weil wir müssen gelbe. Noch eins runter. Also wieder runter. Genau, weil das ist ja oder blau. Oben. Eins runter. Nee, war, oben war ja nicht gelb, oder? Weiß ich nicht. Warte. Die gelbe ist oben. Okay, also hoch. Hier dann. Schieß mir wieder übers Ziel hinaus. Nee, hier, oder? Genau, hier. Über der blauen. Let's go. So, das Foto muss ich finden. Stop. Who is here? Who is where? And where is who? Und who is there? And ja, der Boden ist so rot. Hulihu! Das müssen wir jetzt in jedem Bereich ein Foto finden. Ja. Aber das finde ich cool. Ja, die sind schon relativ kreativ. Ja. Ich habe es. Nice. Ja, jetzt blau. Blauen Van. Knus Privatfahrzeug. Da lockt sie immer ahnungslose Gamescom-Fans rein. Ja, und die werden dann zu Wurst verarbeitet. Das würde ich dir zutrauen. Die verkaufe ich dann im Shop. Die Gnu-Mets. Oh nein, ich habe aus Versehen... Okay, passiert nichts. Die Gnu-Met-Würste. Ja, deswegen verschwinden auch immer wieder die Mods jedes Jahr. Von wegen gehen. Sind alle zu Wurst verarbeitet. Da zehre ich dann ein Jahr dran und dann... Wenn ich unendlich junge Haut habe, werden die nächsten den Fuß verschlachten. Das Sausage Maker, den können sie auch in Fach reißen. Genau, Sausage Maker. Da werden dann die kleinen Gnus verwurstet. Ich glaube irgendwie, dass jetzt auch gleich mal irgendwann ein Gegner kommt. Das sieht sehr gruselig aus. Oh, meine Nase bringt mich um! Oh, hier kann man sich verstecken. Da gibt's hier bestimmt irgendeinen Enemy. Enemy. Ich will unbedingt, dass Arcane kommt. Oh! Ja, ja, ja. Ich hab nur da ist der Van, aber da stand auch das Vieh. Spaghettarella. Ich höre Spaghettarella. Oh. My enemy. Me. My enemy. Me. Ah, da ist Wurstarella, ne? Oh, ja, Vorsicht jetzt. Wo ist es? Da. Du meinst, hier ist es? Ja, ich habe ihn eben gerade irgendwo gesehen, da wo ich gestorben bin. Da. Ah, da. Hier. Oh, yeah. Give me the pick. Ist es das? Ja, nur von der anderen Seite, glaube ich. Swiss. Yes. Oh, das Monster muss ich jetzt fotografieren. Das Vieh, das Spaghetti-Monster? Ja, das Spaghetti-Monster, Spaghettarella. Girl, I wanna take a pic. Krieg ich ein Foto? Heidi, kann ich ein Foto machen? Heidi Plump. Wie viele Follower hast du? Heidi Plump. Kann ich ein Flop-Model mitmachen? Wo ist denn Heidi Plump? Jetzt wünschte ich echt, ich hätte Nasenspray. Oh nein, fang damit gar nicht erst an. Ja, doch, zum Einschlafen oder so. Wo ist denn das Ding? Ich will da jetzt kein Foto von machen. Hallo? Oh Gott, ich habe Angst, Kies. Ich will das nicht. So, ein geiles Level. Gefällt mir. Beste Level. Die beiden letzten Mal bis jetzt die geilsten. Spaghetti-Monster. Wo ist echt bist scheiße. Du? Hast du es? Nein, ich will einfach nur, dass es mal heller wird. Das Ding sieht man im Dunkeln ja gar nicht. Oh, hübsches Ding. Ich versteck meinen Ehering. Ja, ich kann dir leider nicht helfen bei dieser actiongeladenen Mission des Schreckens. Ja. Wie viele Ebenen gibt's denn da noch? 20. Noch zwei danach. So, jetzt. Hast du's? Ja. Fehlt das? Ja. Sicher? Ja, ich glaube. Glaube es nicht wissen. Oh nein. Sag bitte nicht, dass wir von vorne anfangen müssen. Wehe. Das wäre richtig asozial jetzt. Oh, weil sie haben uns nur belohnt und dann wäre es nicht. Nee, noch zwei. Okay, gut. So. Boah, jetzt irgendwelche
sag immer so. Musterinselköpfe. So. Ich sag immer. Das ist aber so. Auch so eine YouTuber-Sache. Ich sag immer so. So, willkommen zurück. So. So. Oh, kann die Leute auch immer auf bei Instagram. Story. So, Leute. So. Ja, ich mache jetzt hier noch Sport kurz. So, ich esse jetzt was. So, ich atme. So, ich geh kacken. Oh. Aber es macht auch Peter Fox. So. Heute sehe ich ziemlich gut aus. Ziemlich schick. Dann setzt den Hut aus. Ohne Trittmann sehe ich gut aus. Ohne den Kies, den ich absolut brauche. Yeah. Wieder mal ein Solo-Outfit in den Pose-Outfit. Ohne Kies geht auch gar nichts. Outfit, große Bikini im Pose-Outfit. Komm in den Club und genieß die Outfit. Die, der Kies ist Schmuck und der ist auch schick. Ich singe den Hook, bei der jeder ausnimmt. Mein Kies wird hoch. So, jetzt aber Vorsicht, hier sind auch Smiley Jacksons. Peter Fox hat mich zu sehr gedrived. Ja, ich konzentriere mich hier, weil, wie gesagt... Okay, hinter dir ist ein Smiler. Und Alter, hat mich taub gemacht. Oh nein, wir müssen ja jedes Mal runterkarren. Ja, du brauchst jetzt Taschenlampe und dann musst du schnell wechseln. Ja. Oh, ich bist noch da? Mal ein Ausgang, muss auch mal drin sein, bin kein Hausmann, braucht bedingt einen Trink, der taugt man an die Bar, ich laber eine Frau an. Und dann verstehe ich den Satz nicht, was singt der? Irgendwas, für mich 7 Mojito, mit einem Mal gefällt mir das Lied so, tanzt sogar so von Placebo, bin Frau und der Kiso Dito. Oh, Kisi Ding, zeig mir deinen Penisring. Ja, das ist Gnus Lied. Komm. Ja, und ich werde, weißt du, ich werde immer dauernd sexuell belästigt, ich bin ja dauernd angebaggert von Gnus. Du wirst mich sofort vernaschen, ist so. Ich würde mich sofort vernaschen. Wir sind blau. Wir sind spät. Zu Hause sitzt der Kiesel-Kind. Ja. Im Augenblick. Ich mache Kindererziehung, sie geht feiern. Der wieder sehen kann, meine Kiesel bringt. Alter, krass ist raus. Sie sagt, krass ist raus und ist heiß darauf, loszulegen. Kies muss Zeit, die Kiesel-Kind. Wow. Hier liegt ein Weißding und suche ihn einzubringen. Hallo, Kies speichert sich weg. Barkeeper, raus, das ist dein Pfeffer. Twitch, Deutschland, ne, hier sexuelle Belästigung. Ich muss es nur mal erwähnt haben. Kies Gedanken sind besessen okay, von Piep. Okay, ich leuchte. Ja. Kies Gedanken sind, eher Knus Gedanken sind besessen von Piep. Level Offensive von Mann. Oh, ich bin so verschieden, ist die Hand kurz darauf. Liegt Kies Kopf neben der Toilette, hätte nie gewettet, dass Kiesis, nee, das Kotzen seine Ehe rettet. Okay, ich höre jetzt auf, bin wieder tot, sorry. Ich musste jetzt mal, ich habe meine 5 Minuten, dieses Spiel macht mich irre, ihr merkt es. I'm so sorry, ich konzentriere mich jetzt. Hab ich's? Was? Ich hab doch Foto gemacht. Eat that burning body. Der okay, 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 sie ist jetzt wirklich auf ihrem Trip. Knu ist wieder ganz weit unten. Seelisch. Was war mal das nicht gezählt? Ich hab eben Foto gemacht. Do you wanna ruin my life? Say what? Please don't tell my wife. And I wanna was a body. Only like he's getting lucky. Who's gonna save me from this? Ja, das ist jetzt so das Ende. Das ist immer so das Finale. Da fliegen bei Knu immer die Sicherung raus. Dann lallt sie irgendwas vor sich hin. Wie wenn du mit Kuno feiern gehst. Am Anfang ist es so ganz nett und höflich und am Ende hol ihn raus. Ich mess ab. Dai. Oh. Krieg ich mir noch einmal in den Popo, Baby. Tipp, das Licht der Kamera dient als... What? Das ist der Knu-Wahnsinn. Aber kann man die auch weg? Ah. Ja, mit der Taschenlampe. Also, man kann die auch weg. Ach, cool. Und du bist so im Spiel. Ich bin ja, so ich durch. Bin tot. Ich war nicht mehr. Bitte, Knu, bitte. Ich muss ins Bett. Wie sie mich quält. Auch. Wie sie mich quält bis zum geht nicht mehr. Weil ich morgen schon weiß, wie früh ich raus muss. Die Taschenlampe. Du kannst auch mit der Kamera die wegleuchten. Oh. Nur die Kamera halten. Ja, da lang, geradeaus. Nee, du musst nicht fotografieren, einfach nur hinhalten. Ja, und dann? Dann gehen die auch weg. Nee, nix mehr. Ah! Das werden wir nie hinkriegen. Okay, ich leuchte und du fotografierst, okay.
Konzentrier dich mal, Kies, so kommen wir nie zu. Jetzt spiel mal gescheit. Ich werde immer kranker hier unten. Ah, oh, okay. Nase läuft, Hals blutet. Kommen Sie ran, hier. Das war der Klubwahnsinn. Los jetzt! Ich konzentriere mich jetzt. Konzentrieren! Ja, ich mach den Zauber. Das ist wie wenn der Lehrer ausrastet und du Schule bist, bis das Schüler da zum Lachen kriegt, der Lehrer. Nee, weißt du, wie das ist? Ich bin so einer, der die Eins haben willst und du bist so ein Mensch, der drauf kackt, weil er reiche Eltern hat. Nee, weil ich bei dir abschweife. Oder das. So, du kannst mit der, ja, ja. Ne? Kannst du auch leuchten. Ja, ja. Ich bin da, aber renn nicht so vor. Ja, guck du nach hinten. Ich guck vorne, hinten so. Ja, okay, ich hab hinten. Wo bist du ja hier? Hier. Ja. Ich lauf langsam. Hinten, alles gut. Wo bist du da, ja? Ja. Guck mal, hier irgendwo in der Ecke war. Das sehe ich auch nix. Ah, ich bin tot! Ich kam von hinten, sorry, ich muss mich ändern. Der Lehrer hat mich beim Abschreiben entdeckt. Das irgendwo hier in der Ecke waren die. Guck, ob was von hinten kommt. Ich bin tot. Ja, aber du siehst doch meine Sicht. Nee, weil du bist einfach komplett dunkel und ich sehe nur deinen Lichtkegel am Boden. Das ist nicht so geil. Und du drehst ja auch die ganze Zeit irre. Ich hatte die schon gefunden, die Köpfe. Ich hatte die schon gefunden, irgendwo. Da. Ja, sieht gut aus. Oh, jetzt noch den Skincare-Typen. Korean Skincare ist der letzte. Ja. Also lange Autofahrten helfen mir keiner aus. Ich singe immer jedes Lied mit. Wenn du halt gut singen würdest, wäre es ja erträglich. Ja, eben. 4 Stunden lang habe ich einmal nur durchgesungen und mein Beifahrer wäre fast ausgerastet. Das, ja. Aber ich kann auch alles mitsingen. Er ist in ein Waisenhaus reingefahren mit dem Auto. Who run the world keys? Jetzt kommt der nicht, oder was? Hinter dir? Who run the world keys? Who run this? Wo ist denn der Wurstmann? Oh, Maxi ist da! Maxi würde lässt mich immer singen, gell? Ja, aber der macht sich, wahrscheinlich mutet er sich in dem Zeitpunkt. Nein. Was? Ich hab fotografiert, das hat nicht gezählt. Ach, nee. Es muss ein rotes Licht über ihm sein. Ach, cool. Was? Oh Gott. Ey, Maxi, du hast das Spiel auch gespielt. Wie hast du das survived, Mann? How? How did you do this? Er benutzt Maxi hatte nicht Knu, dadurch hat er es irgendwie geschafft. Oder ist es jetzt Maxi offen? Hätte warte mal, gefreut. Vielleicht hat es doch gereicht. Maxi adios, Knu! Nein, du Schwein! Ich mach ein Foto von dir, dann wirst du hier, dass du verwirrt bist. Ha! I don't wanna beat you. Ja, ich bin frei. Ich hab sie unten zurückgelassen. Ihr habt's gesehen, ich musste es tun. Was mache ich denn jetzt hier unten? Jetzt oh nein, du musst anscheinend mit. Ja, hol bring mich mal ab. Um. Spring ins Loch und stirb. Ja, ist das Beste für uns alle. Ich hab gar keinen Bock mehr. Spring da rein. Spring ins Loch und stirb. Ich will aber noch für Maxi ein Lied singen. Ja, da kannst du ja beim Sterben machen, während du fällst. Ich bin ja tot. Ich sehe, wie du nach oben guckst. Was machst du denn? Echt? I am here always for you. Oh. Wow. Oh, wir sind draußen. We did it. Ist das jetzt das Finale? Also kommt danach nichts mehr? Das Final Update? Nein, da gibt es erstmal Beton in your face. Ja, wir leben noch. Wir sind tot. Nein, du bist... Oh mein Gott. Jetzt sind wir tot. Ende. Wir haben es geschafft.
Sind aus dem Hinterzimmer entkommen, sozusagen. Stay tuned to full release to see if you can unlock all the endings and actually survive. Krass, Alter. Das ist jetzt wirklich geil. Vorbei, finish, done. Es ist vorbei. Ja, wir bedanken uns recht herzlich. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Gesang extra leichter lasst. Und ja, ganz viel Liebe und bitte mehr Menschen in den Kommentaren als Bots. Ich sehe nur noch Ärsche und ich rede nicht von euch. Nee, das stimmt wirklich, ne? Es sind noch. Ja, es nervt. Es nervt wirklich. Ritzen, es nervt. Sieht man. Es nervt. Deswegen bitte Anti-Ritze. Zeigt Liebe und schön, dass ihr alle da wart und diesen Irrsinn mit uns mitgemacht habt. Sorry, Kies, für den Durchknaller, aber ich bin gerade echt irre geworden. Einfach. Ja, es war auch am Ende ziemlich zäh da irgendwie, ne? Ja, aber ich bin auch der Meinung, ich finde halt, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich finde diese Wasserlevels und so cool, aber ich bin der Meinung, das mir hat man das zu oft lang gesehen, mir war das genau, zu lang, viel das zu lang. Also die, ich finde, dann müsste es eher so kreativ sein, wie jetzt das mit dem Party-Level und das am Ende. Das fand ich cool. Ja, das war ganz nice, ja. Alles andere ist zu lang und zu ermüdend. Also lieber weniger Level, aber kreativer. Sonst war's cool. Ja, es ist auf jeden Fall mit einer der besten Backroom-Games, ne? Inside the Backrooms müsst ihr auch bald wieder ein Update haben. Ja, geil. Spielen wir wieder. Sing gut, ich Leute. Bewerten, kommentieren, Hashtag Knu kann ich singen für alle, die bis zum Schluss durchgehalten haben. Nein, wartet. Ihr müsst mir alle in die Kommentare schreiben, was ich im nächsten Backrooms dem Kies vorsingen soll. Ich lerne den Text. Okay, da bin ich ja mal gespannt. Da kommen bestimmt ganz tolle Kreationen this raus. Mal for down. Wake up! Kiesi, 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 wake up! Oh Gott. Ja, das war's. Also es ist mitten in der Nacht. Ihr merkt's, wenn der Mond hoch am Himmel steht, da fängt Knu irgendwie an durchzudrehen. Ich muss jetzt ins Bett, ich bin schwer krank. Auf Wiedersehen, macht's gut. Bewerten, kommentieren. Tschüss. Ciao.